What up? What up? And what up? Freunde, welcome in Stream. Wie geht's euch? Freunde, 94 plus Tots Player Pick und diese eine 93 plus Dings, aber muss auf Freunde. Diese SBCs werden wir auf jeden Fall gleich machen. Ihr wisst Bescheid, Digga. Diese SBCs werden wir machen und danach ein bisschen Rivals spielen, ein bisschen Spaß haben. Ihr wisst Bescheid. Wir gehen mal in FIFA rein. Let's go. Oh, sorry, was habe ich da? Okay, wir sind jetzt in FIFA. Was ist das? Du hast die maximale Anzahl von Ultimate Team Anmeldungen. Ah, Schnauze. Was geht ab? Salamu alaikum. Abeslam, wie geht's? Alles klar? Ey, Bro, wenn das jetzt nicht geht, das wäre nicht cool. Aber jetzt 4 Tage Ferien, so muss das sein. Abo. Shapeshifter kehren diesen Freitag, den 17. Juni, zurück in FGT. Geilomatico. Geilomatico, Digga. Nehmen wir natürlich mit, Digga. Nehmen wir natürlich mit, Digga. La 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 la. Aber warum hast du jetzt 4 Tage Ferien? Für was denn überhaupt? Irgendwas Spezielles in Österreich oder was geht ab? Ja, wo sind die SBCs? Wo sind die SBCs? Thoughts upgrade. Ja, ich hoffe, dass Dings mich nicht Ops wieder genommen hat, ne? Footbin. Sind diese SBCs nicht da, Digga? Serial. Also, geh mal auf Ziele. Es ist richtig geil. Guck ich mir gleich an. Salam, Bro. Wie geht's? Walaikum Salam, Husef. Wie geht's dir? Mir geht's tiptop. Weiß sind Feiertage oder so. Okay. Ey, Jungs. Ich habe auf Dings, auf Footbin gesehen. Okay, da ist schon mal dieses Dings, ne? EFGS. Ich habe irgendwas mit 94 plus Player Pick gelesen. Den sehe ich hier gar nicht, Digga. Okay, hier. Das ist da und das ist da. Aber so weit hinten, Bruder. So weit hinten muss das so auf Kram so weit hinten sein. Muss auf Team of the Season gehen, ja. Alibi, zum Glück jetzt gefunden, Digga. Aber wie geht's euch an? Auf Ziele, ne? Wir gucken mal, was da so am Start ist. Okay. Boah, Junge, ich muss das auch noch machen, ne? Diese 2 Sachen. Weil sonst habe ich umsonst diese anderen Dinger freigeschaltet. Ich werde wahrscheinlich heute 6 Spiele davon safe machen. Aber Ziel, achso, Ziele meinst du, ne? Ziele, Ziele, Ziele. Ultimate Cup. Achso, da, Shapeshifter Belohnungen. Okay. 81, 82, 84, tschüss. Ja, also was müssen wir jetzt hier machen? Man muss einfach nur onkommen und die tägliche SPC fertig machen, oder was? Und dann bekommen wir halt diese stabilen Player-Picks, oder was? Eduard, Digga, was hast du denn da zurückgezogen? Aber komm, Digga, ich mach mal den hier. Wir fangen schon mal diese eine SPC an. Wir fangen schon mal diese eine SPC da an. Wie hieß sie nochmal? Den Tots Player Pick fangen wir schon mal an. Okay. Ich guck mal, wie oft man das machen kann. Wie oft kann ich das machen? Nur einmal kann man das machen, Digga. Nur einmal. Und wie oft kann ich Dings machen? Den hier? Auch nur einmal, ne? Ja, komm, aber machen wir auf jeden Fall, Jungs. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir dann auf jeden Fall. Diese SBC musst du immer jeden Tag dieses SBC machen, musst 3 Goldspiele und Silberspiele und in 7 Tagen kriegst du immer einen Shapeshifter Pack. Oha. Geil, Digga. Das ist auf jeden Fall Stabilovic, Digga. Warte, hier muss man 2 Teams abgeben. Und was muss man bei einem anderen? 1 Team. Ich mache erstmal dieses hier. Machen wir erstmal den hier. 87er und 6 Chemie. Ja, Jungs, dann machen wir das auf jeden Fall. Habt ihr diese SBC schon gemacht? Also irgendeiner von den beiden. Ah, das ist Upgrade, ne? Das ist auf jeden Fall Upgrade. Aber komm, wir haben eh Futter. Wir geben alles auf jeden Fall ab, Digga. Also ich gehe alle und ganz am Ende ist das täglich anmelde. Mache ich gleich auf jeden Fall. Das packe ich bei mir gleich in Dings rein. In den Favoriten. Und sowas muss man auf jeden Fall mitnehmen, Digga. Muss man auf jeden Fall mitnehmen.
Bre, siehst du einzige Mod hier am Start? Habibi. Warum du Dubai? Wie geht's dir? Alles klar? Wie geht's, Ardalino? Wie geht's Fonseca? Wie geht's denn Fonseca? Alles klar bei dem? Yeah, man. La Caca. Mosi, habe ich gesehen, das mit 94 Plus, es sind viele Schmutzspieler. Das sowieso, Bruder. Das sowieso. You know what I mean? Aber wir gucken mal, Bruder. Wir gucken mal. Du weißt selber, Bruder. Ich will kein Mbappé, ich will keinen Messi oder was weiß ich. Ich will einen Theo Hernandez oder Immobile. Gib mir eine Serie A-Karte und Mosellini ist zufrieden, Bruder. Guck mal, wie simpel ich bin, Bruder. Guck mal, wie simpel ich bin, Bruder. Ich habe doch keine großen Wünsche, Digga. Konya spielt Conference League, zweite Runde gegen Bate Borisov, Bruder. Das hört sich an wie so ein Mitarbeiter von mir, Bruder. Was ist Bate Borisov? Was ist das für eine Mannschaft? Bate Borisov. Ich hoffe, ihr gewinnt auf jeden Fall. Na was? Na, guck mal, aber hier ist es ja auf jeden Fall sicher, dass es ein Top 5 Dings sein wird. Ich kann hier kein Minior ziehen. Also ich denke, das wird sich schon lohnen, dieses Pack. Am Ende ziehst du Dybala. Hm, wenn ich Dybala in Blau ziehe, okay. Hauptsache, ich musste nicht abgeben, Bruder. Das ist ein Weiß-Russland-Meister. Abo. Auf in eine Brose. Guck mal, wenn ich Brose ziehe, ich bin happy, Bruder. Dann kann ich den einen verkaufen. Also, wie gesagt, Digga, ich will kein Duplikat haben. Und wenn ich ein Duplikat ziehe, hoffentlich habe ich seine andere Karte als als tradable. So würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, aber ein Theo wäre auf jeden Fall gut, weil das ist so die einzige Position, die ich bei mir verbessern muss. Bro, okay, mich trotz einfach 130k. Tschüss. Was für eine Welt, yo. Was für eine Welt, Habibi. Jungs, ich habe auf jeden Fall heute Dings abgecheckt, ne? Ich habe heute ein bisschen Dings abgecheckt, Clash Royale, ne? Mosellini ist auf jeden Fall die Nummer 1, Digga. Mosellini ist auf jeden Fall die Nummer 1, Digga. Was geht ab, Digga? Aber ich habe gesehen, Husserverein ist beigetreten. Aves ist beigetreten, Jungs. Wie gesagt, ne, wir gucken Sonntag, wer die Nummer 1 ist, Digga. Dann reden wir ein bisschen darüber. Was hast du gesehen? Ja, Bruder, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Das habe ich auf jeden Fall gesehen, Bruder. Wie gesagt, ich bin gespannt auf Liverpool gegen Man City, weil, wie gesagt, beide Spieler an sich, also Haaland und Nunez. Ich will mal einfach sehen, wie die beide gegeneinander performen, beziehungsweise diese Mannschaften. Und wir werden jetzt nicht nach einem Spiel sagen, oh, der ist besser oder der ist besser oder was auch immer. Ich will sehen, wie die beide gegeneinander spielen, Digga. Das wird schon geil sein. Bro, Mitglieder ist auch schlimm. Mitglieder, was meinst du, mein Bester? Ich und Aves sind 5k, wir haben so ungefähr gleiche Zeit aufgehört. Mhm. Oh, Paolo Fonseca, Bruder, rede nicht über ihn, Bruder. Warum will Gala solche, oder warum will türkische Liga irgendwelche Leute haben, Bruder, die auch in den anderen Ligen nichts gerissen haben? Also ich meine so, klar, die denken sich so, ja, die waren da, okay, bei uns werden die maybe besser sein, aber das ist auch so ein Downgrade, oder man beleidigt sich doch selber. Was geht ab, Yato? Ey, Freunde, falls ihr noch auf dem Kanal seid, ne, ihr wisst dann Bescheid, ne? Checkt alle ab, ob ihr schon Liebe da gelassen habt. Im besten Fall ein Like da lassen. Uns fehlt noch. Komm, wir sind 7 Zuschauer, 4 Likes. Alle, die neu dazu gekommen sind, Liebe da lassen. Ihr wisst Bescheid. Wann kriege ich mein Pack? Welchen Pack, Bruder? Aber baby, welche Pack? Wenn du diese Dings meinst. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Da müssen wir gucken, was EA dazu sagt. 5.000 bis 500 Trophäen, die spielen Agent und Pekka im gleichen Deck. Ah, Baby, hast du mein Deck gesehen? Ah, Baby. Moin, was geht ab, FIFA King? Welcome in the stream. Welcome in the stream. Ab 15 Zuschauer öffnen wir den 94 Plus. Ups, Tots, Lair Pick und den 93 plus EFIGS Tots Upgrade Pack. Stay tuned und lasst Liebe da.
Na, 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 na. Hast du heute Zeit für Kovas-Spiel? Bruder, lass gucken. Lass gucken. Im besten Fall, also wie gesagt, ich habe den ja schon fertig, weißt du? Versuche im besten Fall erstmal mit jemandem aus der Community zu connecten. Da wird es safe den einen oder anderen geben, der das auch machen will. Mit denen könnt ihr das auch machen. Aber wir gucken auf jeden Fall, weißt du? Irlo all Serial Coaches. Habibi, entspann dich mal. Mauli, was sagst du zum Spiel Italien-Deutschland? Bruder, Deutschland hat auf jeden Fall verdient gewonnen. Deutschland hat auf jeden Fall verdient gewonnen. Italien hat natürlich auf die Schnauze bekommen, aber es ist halt ein, wie soll ich sagen? Die meisten werden das nicht verstehen wollen, aber Mancini macht das, was keiner im italienischen Fußball sich traut zu machen, und zwar auf die Youngstars setzen. Und das freut mich auf jeden Fall, weil eigentlich muss das die Liga machen oder die Mannschaften in den Ligen. Und ja, und diese Youngstars, wenn die dort performen, bekommen die Chance in der Nationalmannschaft dann sich zu beweisen. Aber bei uns ist das genau andersrum. Die Nationalmannschaft gibt Jugendliche, also die Youngsters, die Chance. Und maybe sticht sich da irgendeiner heraus und vielleicht geht er zu irgendeiner Top-Mannschaft in der Serie A. Aber im Endeffekt, Deutschland hat verdient gewonnen. Die haben sauber gespielt, die haben das Spiel kontrolliert. Und ja, Bruder, aber immerhin zwei Ehrentore mitgenommen, ne, Italien? Was geht, Fabrizio? Bro, als ob du beide machst, stabil auf jeden Fall. Ja, Bruder, so auf den. Warum nicht, Digga? Wir haben unseren Spaß, wir haben Content. So, wisst ihr, was ich meine? Aber wichtig ist natürlich, dass ihr auch Liebe da lässt, dass wir auch so, dass wir auf jeden Fall ins Algorithmus kommen und so weiter und so fort, weil, Digga, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Ob wir gebrochen werden, also Mausolini wird eh nicht gebrochen sein, aber lass uns ein bisschen Spaß haben, lass uns mal den Content abchecken und ja, wozu ist FIFA da, Bruder? Stell dir mal vor, FIFA ist vorbei und ich habe immer noch meine 2 oder 3 Millionen Coins, volles Futter. Bockt ja nicht, weißt du? Mancini will schnell wie möglich gefeuert werden. Bruder, maybe, maybe, maybe. Maybe, maybe. Maybe. Mauli, tausch Rashford und Oyarzabal. Ich guck mal gleich, Bruder. Warte. Rashford und Oyarzabal. Und was jetzt? Habibi, was hat das gebracht, Habibi? Das hat was gebracht. Das hat doch was gebracht. Und jetzt machen wir den hier. Ne, das bringt jetzt auch nicht so viel, aber 5 Chemie schaffen wir auf jeden Fall gleich. Ich brauche noch ein bisschen Rating. Ich brauche ein bisschen Rating. Robert Salzburg, Sonntag 36 Grad. Boah, das wird geil, Digga. Jungs, Digga. Ich habe auch jetzt Bock auf warmes Wetter, Digga. Ich habe auch Bock auf warmes Wetter, Digga. Mausolini will nicht nur Baustellenbräune haben, ich will so eine richtige Bräune haben. Ich habe Bock, jeden Tag Glatze zu machen, rauszugehen. Sonne knallt auf uns und die Sonne genießen, Digga. Beste, Digga. FIFA so langweilig? Nein, Bruder. FIFA ist geil, Bruder. Wen können wir abgeben, Digga? Warte, ich baller mal Demre hier weg, Digga. Und versuch mal da ein bisschen was zu klären. Galler Vorstand hat meinen Vertrag aufgelöst. Ey, die Ekligen. Die Ekligen, was machen die da? Schwimmen gehen, boah, joa. Gehe Sonntag safe bei 36 Grad schwimmen. Macht das, Bruder. Genau, ich muss hier noch ein Dings ballern, reinballern, ne? Wie hieß der nochmal? Ein Team of the Season. Eine Dodge-Karte, eine Dodge. Tots, tots, tots. Tots, tots, tots. Ja, Digga. Da ist eine Totzkarre. Natürlich ballern wir eine untauschbare rein, ne? Was geht ab? Mosi Fanpage. Nochmal moin moin. Was geht ab, Yannick, Bruder? Welcome in the stream, alles klar? Nein, Bro, mache gerade Trainerkarriere von Gala. Die Ach so, so meinst du das? Das ist nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Ich guck mal, welche die Low-Rateds Karten bei mir sind. Chuck hier gebe ich nicht ab. Ich gebe mal Neri ab. Den Germano geben wir ab. Like I said, End of Euro kommt, genau, Bruder, habe ich auch letztens gesehen. Ja, mal machen. Okay, Rating ist jetzt da. Ich brauche aber einen 87er. Ich guck mal auf der Bank, wen ich da so habe. Ich habe keine einzige Goldkarte und kann keine SBCs machen. Nix außer spielen und das bockt nicht. Ja, das ist natürlich nicht cool, Bruder.
Aber Habibi, kannst du nicht sagen, dass FIFA nicht bockt, yo. Gibt es noch Neuigkeiten zu Inter-Transfers, die ich noch nicht weiß? Bruder. Jungs, ich frage euch jetzt eine Frage. Aber ich sag euch dazu auch euch eine Sache. Jungs, wir sind 12 Zuschauer. Und wir haben nur 7 Likes. Alle, die neu dazugekommen sind, alle auf jeden Fall einen Like da lassen, okay? Damit wir schon mal die 10 Likes knacken. Und genau, was ich sagen wollte. Sagt euch der Name Jinping was? Jinping. Ich betone das sogar so. Jinping. Sagt euch der Name was? Eins in den Chat. Wenn nicht, dann zwei. Danach erzähle ich euch was. Modi 2, Shapeshifter-Karten wurden geleakt. Eins davon war einer deiner Lieblingskarten, die du gespielt hast. Okay. Maybe ein Dings. Mkhitaryan? Brahim? Oder wer? Inter Demiral Angebot gemacht. 80 Millionen. Entspann dich. Moina BFG jetzt Top Pack. Geilomatico. Modi, du musst erst das Pack öffnen. Dann den Pick. Ich gucke auf jeden Fall, was ich mache. Aber erstmal bereite ich alles vor und alles mit der Zeit auf jeden Fall, ne? Forza Inter, Giulio. Forza Inter, Bruder. Welcome in the stream. Wie geht's dir? Alles klar? Genau, Jungs. Ich erzähle euch mal. Okay, die meisten wissen nicht, wer Jinping ist. Jinping ist der Präsident von China. Der hat vor 2 Jahren ein Gesetz eingeführt, wo Morona gekommen ist. Ihr wisst ja, Morona und diese ganzen Pause-Mause. Da kam ein Gesetz, okay, und zwar die Chinesen, die in China leben oder dort Firmen haben, dürfen im Ausland nicht investieren. Deswegen darf unser Besitzer, Suning aka Steven Zhang und seine ganze Familie, nicht einen einzigen Cent in investieren. Seit 2 Jahren hat er kein Geld reingepumpt, okay? Das ist echt schade. Dadurch haben wir auf jeden Fall gut Minus gemacht. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Nach 2 Jahren ist jetzt ein neues Gesetz rausgekommen. Ich bin noch nicht sicher, ob das jetzt full, ob das schon safe ist, aber einige sagen, das wird auf jeden Fall, das ist schon passiert oder das wird auf jeden Fall bald stattfinden. Und zwar, man darf keine Firmen im Ausland besitzen, wenn du ein Chinese bist. Was checkt ihr dabei? Das heißt, Suning will uns nicht verkaufen. Dem Verein geht's nicht gut. Wir sind im Minus, im dick Minus, Digga. Was machen die, anstatt den Verein zu verkaufen? Nein, die verkaufen die Spieler. Okay? Aber Habibi, Jinping, der Präsident von denen, ist Forza Inter. Er ist ein Fan von uns wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er diese ganzen Hashtags gesehen. Suning out und was weiß ich. Und er hat ein neues Gesetz eingeführt. Das heißt, Suning, unser Besitzer, Steven Zhang und seine ganze Familie, die müssen uns wahrscheinlich Dezember dieses Jahres verkaufen, spätestens Januar 2023. Die müssen uns verkaufen, wenn nicht, dann bekommt er dort Probleme, Digga. Habibi Jinping, ich küsse doch dein Herz, Digga. Ich sag zwar nie sowas, ich küsse dein Herz, dieses und so, aber Habibi Jinping, Bruder. So, das ist korrekt von dir. Trotzdem machst du viele Faxen, Bruder, das ist nicht korrekt mit den ganzen Menschen dort und so. Unter anderem, ihr wisst schon, welche Völker dort auf jeden Fall auseinandergenommen. Aber was du jetzt eingeführt hast, das ist korrekt, Bruder. Hab eingeladen, wie was, Bruder? Philipp Anderson und als RF mit und seine Underrated-Karte als ZM. Okay. Aber Bruder, ich weiß nicht, ob ich den spielen werde. Wie gesagt, ich spiele jetzt nicht unbedingt Flügelspieler. Ich werde den vielleicht abschließen, für euch vielleicht testen oder so, aber ja. Türkische Beine will keiner haben. Oh Mann. Für EFGS Totspack. Eine Sekunde. Ich guck mal ganz kurz, welche Rating ich habe. Aber Jungs, das ist auf jeden Fall eine sehr gute News für uns Interfans, Digga. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein halbes Jahr durchhalten. Alle Spieler sollen nicht weggehen, die sollen nicht denken, ey, wir machen das für den Verein, dass wir rausgehen sollen und so. Dass sie sagen, ey, verkauft uns, damit es Inter gut geht. Nein, die werden so oder so jeden verkaufen, okay? Halbes Jahr warten, Suning verkauft uns. Wenn die nicht verkaufen, bekommen die dort Probleme, Digga. Und Habibi, Jinping, Bruder, danke dir auf jeden Fall. Und dann wahrscheinlich bekommen wir einen neuen Besitzer, egal wer da auch kommt. Hoffentlich ein Arab oder ein Amerikaner, der auf jeden Fall ein bisschen Geld reinpumpt und dann immer wieder Berg nach oben.
Dorfclub aus Türkei, AC. Mein Bruder meine halt, dass du Ingame auf ZM spielst. Was sagst du? Oder wir müssen erstmal die Werte gucken, aber ich glaube, ich werde den nicht da spielen. Die verkaufen euch? Nein, die müssen uns verkaufen. Die verkaufen uns nicht, aber die müssen uns verkaufen. Das ist das Ding, weißt du? Digga, einfach mal die Tür ist aufgegangen, Digga. Warte, wo ist diese SPC? Ich gebe dir mal ganz kurz ab und dann geht's ab. Aber ist so kacke, wenn der jetzt anfangen würde, die Spieler zu verkaufen. Oder der kann ja uns nicht verkaufen. Der kann uns doch nicht verkaufen, also die Spieler. Weil du musst überlegen, Bruder. Du musst überlegen. Wenn die Spieler sagen, nein, ich will nicht weggehen. Die dürfen die nicht ohne deren Willen verkaufen, weil es gibt einen Vertrag. Weißt du? Die können keinen dagegen den Willen verkaufen. Carrasco wurde als ZOM geleakt, Shapeshifter. Geilomatico. Geilomatico. Warte mal, mir fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Chemie. Ich baller den Brie schon mal rein. Einmal den Lori und dann guck ich mal. Dann guck ich mal kurz. Lori. Ja, ich hab den noch reingepackt. Nein, nicht der, Bruder, nicht der. Harry Maguire als Stürmer SBC, Bruder, Kopfschmerzen. Was geht denn da ab? Dann ist das auch super, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, Chemie, alles möglich haben wir. Nee, ich meine Rating haben wir. Das klären wir dann auf jeden Fall gleich. Dann komme ich schon mal bei dir rein, Amy, und dann gucken wir, Freunde, was abgeht, Digga. Und wen wünschst du dir als Shapeshifter im Team? Boah, Bruder, lass erstmal abwarten, was für Karten da rauskommen. Und dann gucken wir mal. Ich guck mal, welche da rauskommen. Ich guck mir die Werte an. Und dann geht's ab, mein Bester. Und dann werde ich. Ich werde das schon in den nächsten Tagen schon safe sagen. Donnerstag, wenn die meisten Karten schon geleakt sind. Oder spätestens Freitag werdet ihr ja schon sehen. Aber ja. Freunde, 14 Zuschauer, 10 Likes. Alle abchecken, ob ich schon ein Like da gelassen habe. Liebe da lassen. Und falls ihr komplett neu auf dem Kanal seid, dann sogar ein Abo da lassen, weil uns fehlen noch 4 Abos. Dann haben wir sogar die 930 geknackt. Hast du nicht gesagt, dass Inter-Fans ausrasten, wenn die euch verkaufen? Bruder, wann habe ich das gesagt? Die Inter-Fans würden ausrasten, wenn die Skriniar verkaufen würden. Lautaro, Bastoni und sowas. Bruder, was für Inter? Da würden wir uns freuen, Bruder. Da würden wir uns freuen. Last Stats Reveal, okay, können wir machen. Können wir machen. Okay, let's go, man. Du kannst schon mal öffnen. Haaland als Verteidiger ergibt einmal Körper, du stehst nie wieder auf. Genau, Bruder. Wenn das ein Kimmich ist, dann wird er sogar ausgewechselt, Bruder. So ein Ding ist das. You know what I mean? Ich glaube, er hat das, glaube ich, jetzt gemacht, oder? Ne, Bruder, du musst auf jeden Fall noch ein paar Mal nach rechts gehen. Ein, zwei Mal, du bist gerade auf Dings. Bin ready? Warte mal kurz. Du musst zweimal R1 drücken, Bruder. Okay, wir sind da. Let's go, Jungs. Let's go. 94 Physis. Wird auf jeden Fall ein defensiver Mann sein oder ein Stürmer, der physisch stark ist, Digga. Bruder, chill, warte. Bruder, chill, habe kurz Angst. Ah, Bruder, entspann dich, ja. Das ist doch ein guter Mann, Digga. Wir machen mal weiter. Okay, Bruder. Entweder ein IV, ein ZDM. Entweder ein IV oder ein ZDM auf jeden Fall. Wir machen mal weiter. Ne, der wird schon ein ZM sein. So ein defensiver ZM. Also ZDM. Auf jeden Fall mit diesen Dribbling-Werte, mit diesen Passwerten. Ich meine Dribbling, Verteidigung und Physis-Werte. Kimmich? Nein. Kimmich hat, glaube ich, ganz andere Werte. Aber die Passwerte sehen auch gut aus. Ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Weil diese Passwerte hat nur ein Bre. Ich mache nur den hier. Die Inter-Fans wissen, wer das ist. Okay? Nicht so die Baller, sondern so. Epic. Ja, das ist Epic Brosso. Wegen diesen Schusswerten allein schon. Das ist Brozovic. Den würde ich gerne haben, Bruder. Ich habe den schon, aber ja. Nein, was wie Bellingham, Freunde. Das ist Epic Brosso.
Ich glaube, die Karte ist jetzt nichts für ihn. Er würde sich über den nicht freuen. Aber ja, so ist das Leben, Bruder. Jungs, ich mach mal ganz kurz die Cam an. Ich meine aus, aber ich bin am Start. Ich bin auf jeden Fall am Start. Okay? Ja. Okay, Jungs, ich mach die Cam wieder an. Mausolini ist wieder back. Ich gehe jetzt auf jeden Fall bei mir wieder rein. Abibi, danke für deine Geduld, dass du auf mich gewartet hast. Was machst du jetzt mit dem? In der nächsten SBC abgeben, oder? Dachte erstmal Tonali. Nein, Bruder, Tonali hat, glaube ich, sogar bessere Passwerte auf ganz frech, Digga. Und sehr viel Tempo, aber na. Machen Gala und Fennel-Fan viel Stress miteinander? Das weiß ich nicht. Ja, Jungs, ich gebe für die EA kein Geld mehr. Habe vielleicht 50 Euro oder so ausgegeben, weil ich davor nicht wusste, dass es so leicht ist, Coins zu machen. Bruder, niemals Geld ausgeben, Habibi. Wer Geld ausgibt, Digga, für dieses Spiel, oder macht das nicht. Geh lieber damit essen oder was weiß ich. Jungs, 18 Zuschauer, 11 Likes. Alle, die neu dazugekommen sind. Alle abchecken, ob ich schon ein Like da gelassen habe. Okay? Alle abchecken, ob ich schon Liebe da gelassen habe, weil so geht das nicht. So funktioniert das Business nicht. Ganze Coins geopfert. Das ist natürlich albern. Aber Jungs, der Design sieht richtig geil aus. Der Design sieht richtig geil aus. Fühle ich auf jeden Fall. Und ich spiele seit 5 Monaten und nur so habe Zidane 97. Oha. Gebe alle und ganz nach hinten. Mache ich gleich, mein Süßer. Hab nur noch 1k Coins. Das ist natürlich albern, Diggi. Wie viel hat die SBC denn gesamt gekostet, Digga? Wie viel hat denn die SBC gesamt gekostet? La 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 la. Sagst du, das ist ganz hinten, Digga? Rüd Krüllit. Oben. Ich sehe nichts mehr von dir oben, Bruder. Schreib einfach die Sachen wieder rein, Bruder. Schreib die Sachen einfach wieder rein, Bruder. Weil ist oben. Ich sehe das meistens nicht mehr, weißt du? Einfach Copy-Paste. Das ist das wahrscheinlich, oder? Genau. Haben wir schon mal eingespeichert, Digga. 6 Tagen habe ich dafür Zeit. Auf süß. Für mich 40k. Okay. 40k. Dann bannt euch Jatta wegen Spam, Digga. Warte mal, was haben wir nochmal gestartet hier? Wir haben einige Sachen hier im Favoriten, aber das machen wir jetzt erstmal fertig. Here we go. Here we go. Auch in die Mods, Freunde, wenn ihr seht, da sind neue Leute am Start. Alle auf jeden Fall herzlich willkommen, okay? Und fragen, ob die schon Liebe da gelassen haben, okay? Ihr wisst Bescheid, Digga. Ihr wisst Bescheid. Wir machen mal dann weiter. Was kann ich da machen? Okay, Digga. 9 Chemie noch, Digga. 9 Chemie noch. 9 Chemie noch. Direkt Abo und Like. Gern sagst du, was ist geil, Bruder? Ist sehr wichtig halt, you know what I mean? Für den Algorithmus. Genau, ja, Jungs, lass Liebe auf die Packlack, Digga. Genau so, Digga. Weil ihr nicht gönnt, Digga, zieht ihr nichts Geiles, Digga. Das ist das Ding, Digga. Ihr kommt rein, nehmt euren Mehrwert und dann verpisst ihr euch, Digga. Das macht man nicht, ne? Nehmt euch ein Beispiel an Arda, Muni und so weiter und so fort, Digga. Kommt, 9 Chemie, Bruder. Wen kann ich da reinballern? Wen können wir da reinballern? Am besten einen... Hummels könnte ich reinballern, ne? Hummels. 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 Warte, ich guck mal, welchen IV ich habe, Digga. Aber Hummels, ein deutscher IV, wäre schon gut, Digga. Okay, wir haben leider nicht so gute Spieler, die ich da reinballern kann. Leider nicht so gute. Euer Zabala auf LF, oder das hat irgendwie nichts gebracht, mein Süßer. Und ich glaube, der war sogar da. Jam, Digga, wir gucken mal. Würde es überhaupt Chemie. Guck mal, auf Chemie würden wir ein bisschen kommen. Aber ne, wir müssen da schon Dings reinpacken, Digga.
Hummelsteak. Ich kaufe mir den einfach dann gleich. Ich kaufe mir, oder warte. Den brauche ich ja theoretisch eh nicht. Ich könnte den theoretisch reinballern. Aber nee, das wäre auch viel zu hart, Digga. Lieber kaufe ich mir dann einen Brie. Lieber kaufe ich mir dann einen Brie. Dann geht's ab. Ups, nicht diesen Hummels. 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 Da war der oben rechts. Oben rechts. Yeah, Digga. Dann holen wir uns den mal. Vielleicht haben wir den sogar auf dem, auf der Transferliste. Wenn nicht, dann kaufe ich mir den. Aber let's see, man. Gombombo spielt lieber für Italien wegen Pizza. Ja, Bruder. Pizza schmeckt, Bruder. Wie viel kostet Hummels, Digga? 14k, Digga. Das tut weh, ne? Das tut weh, Digga. 14k, Digga. 14k, Digga. Komm, Digga. Oder vielleicht haben wir sogar irgend so ein Dings. Irgendeinen Ginter Mailand, Digga. Ginter, Ginter, Ginter. Den könnten wir auch wegballern. Ne, hier haben wir keinen. Ne, Digga. Naja, da haben wir da keinen. Aber ich packe einfach, ich kaufe einfach Hummel schon easy. Dann geht's ab, Digga. Du meinst ja lange gefahren, oder du meinst es ja sehr lange gefahren für eine Pizzeria, die italienischen Namen hat, aber dann Inder und Bruder, das war, guck mal, das war richtig Film, Digga. Das war in Ramadan, Bruder. Wir fahren dahin, Digga, wir dachten so mit ein paar Jungs, lass mal so zusammen Dings, ne, Dings öffnen, wie hieß denn mal? Also zusammen, den Fasten brechen, okay? Wir fahren weg, Digga, nach langer Zeit wieder getroffen, Digga. Eine Stunde oder so gefahren, Digga, okay? Wir hatten schon mit einem Anruf so gesagt, Habibi, mach schon mal für uns alles bereit. Also gerne, gerne, gerne. Das Ding ist, wir gehen dahin. Ist ja nicht schlimm, Bruder. Ist ja nicht schlimm, aber Bruder, mach doch nicht auf so richtigen Italiano oder so, Bruder, weißt du? Mach auf Pizzeria, aber nicht so auf Made in Italy und so. Bruder, Chef war Iraner, Arbeiter war Inder, Lieferant war einer aus Afrika. Ist doch nicht schlimm, Bruder. Ist doch schön, Digga. So Multikulti und so. Aber Bruder, verkauft das doch nicht als Original, Bruder. Ihr Laden heißt Ragazzi Pazzi, Bruder. Allein, Bruder, welche Laden heißt so, Bruder? Ist ja nicht schlimm. Dann haben wir da bestellt, Bruder. Ich esse da so, Digga. Wir essen da so, ja. Alhamdulillah, ne? Weil man hat da Essen und so, aber Bruder, darf für eine Stunde gefahren. Nicht cool. Und ich habe gesehen, habe TikTok gesehen, El Charabi als Linksverteidiger. Aha. Meine Info für 70 Snipen geht immer für... Ja komm, Digga, dann machen wir mal diesen Pack hier. Und danach machen wir den Player-Pick, okay? Und dann öffnen wir beides zusammen. Okay? Für den Content. Für den Content. Pizza Mia esse ich immer. Warte, esse ich immer heißt die Pizzeria? Aha. Lustige. Wo ist jetzt mein Dings? Hummels. Wo ist jetzt mein Hummels, Digga? Habe ich den nicht gekauft? Nee, ich habe den nicht gekauft, oder? Habe ich einen Hummels gekauft? Egal, Digga. Dann kaufen wir ihn jetzt ein. Mal so schnell vergessen, Digga, dass ich einen gekauft habe. Oder nicht gekauft habe. Warte. 14k, Digga. 14k. Ey, das sparen wir, ne? Diese 250. Die sparen wir uns. Und wir haben einen für 14k gekauft, Digga. Nein, hast du nicht? Okay, Digga. Dann geben wir den schon mal hier ab, Digga. Los, Digga. So einfach roten Screen in die SPC. Oder könnte ich eigentlich machen, ne? Weil ich habe ja eh seine Dings-Totskarte, aber. Nein, Bruder, das ist schon albern, ja. Okay, jetzt machen wir den hier. Diese SPC geben wir und dann geht's ab, Digga. Okay, 87er Team und hier 88er. Dann fangen wir mal mit diesen an, Digga. Und danach, sobald wir einige Leute am Start haben, öffnen wir dann alles auf jeden Fall. Bis dann, Jungs, ihr wisst Bescheid. Falls ihr nur auf dem Kanal seid, Liebe da lassen. Mosi, würdest du El Charabi spielen? Oder je nachdem, wie die Werte sind, ne? Ich muss erstmal alles sehen. Und dann gucken wir mal.
Dann gucke ich mal auf jeden Fall. You know what I mean? Ich baller erstmal alle Goldkarten hier rein. Am besten alle Untritt. Bro, gib die Balle ab wegen Defensive. Genau, Bruder. Scheiß auf ihn. Ne, warte mal. Ich habe voll viele high-rated Karten, Digga. Ich geb die einfach bei deinen. Ich mache erstmal die 88er SPC. Lohnt sich mehr, Digga. Vor allem wegen dem Wort Stay Tuned. Einfach internationaler Geschäftsmann. Genau, Bruder. Genau, Bruder. Wir müssen jeden halt erreichen, ne? Wir sind international, Bruder. Wollen jeden erreichen, Bruder. Halt machen wir unseren Kanal mit Übersetzungen unten, Digga. Ihr kommt rein, Digga. Ihr könnt so einstellen, mit welchen Übersetzungen. Untertitel, Digga. Auf Türkisch, Albanisch. Alles ist dann dabei, Digga, mit der Zeit. Ja, okay, Digga. Geh mal kurz hier raus. Oder ich will ganz kurz raus. Ich spare mein Futter für Shapeshift der SPC. Mach das, Habibi. Mach das. Okay, wir können. Ich kann Benzema abgeben. Ederson. Donnarumma. Irgendwann. Warte, irgendwann kannst du dann Inter kaufen, Bruder. Das wäre geil, ne? Das wäre geil, ne? Ich brauche einen Italiano als LV. Spina. Nimm mal seine Goldkarte, Bruder. Hol mal seine Goldkarte, Habibi. Karim Benzema. Cream, Bruder, nicht Karim. Cream. Nein, Mann. Karim, ein schöner Name, Bruder. Ein starker Name, den wir nicht disrespekten. Okay, guck mal, den roten Mann. Let me talk. Ich kaufe AC und mache die Pleite, Bruder. Du kaufst sie, verkaufst die Spieler und dann kaufst du die auf eBay. Habibi. Komm zu Diabaker. Okay, Digga, wir machen mal weiter. Wir gucken mal, welche tauschbaren Karten wir jetzt haben, die wir jetzt abgeben können. Sterling. Castells. Ich meine, Shapeshifter LV Italiano. Wir gucken mal, wer da rauskommt. Also, let's see. Let's see, man. Okay, das Gute hier ist, wir brauchen nicht so viel Chemie, Digga. Bro, wie läuft das Lehrgang-Geschäft von Dubai? Bruder, läuft auf jeden Fall gut. Läuft auf jeden Fall gut, Digga. Man hat nicht mal den Überblick darüber, weißt du? Wie läuft es bei dir in deiner Heimatstadt, Digga? Du hast lange nicht mehr darüber ein Feedback gegeben. Ich und Arda wollten euch schon stürmen dort und gucken, was da abgeht, Digga. Aber komm, let's go. Let's go, wir bauen noch einen Tots-Karte, den wir noch abgeben können. Eine Tots-Karte. Skamaka als FV wäre, Bruder, das, der wäre halt, als IV wäre der halt besser, ne, wegen seiner Größe, Bodytype und so. Wegen seiner Größe und Bodytype. LV, das wäre too much, Digga. Shakir gebe ich nicht ab, Digga, ihr wisst das doch, Digga. Shakir Abi gebe ich nicht ab, wie alt ist er überhaupt? Abo, Urjan Shakir. Ja, Digga, wir geben mal. Wir geben den Alioski ab, Digga. Den haben wir gezogen, um abzugeben. Den haben wir nur gezogen, damit wir den abgeben können. Versteht ihr den Prinzip? Ja, man, let's go. Läuft sehr gut, machen in letzter Zeit ein bisschen zu viel Cash. Bruder, Cash ist gut, Bruder. Hauptsache, Finanzamt macht da keine Probleme, you know what I mean? Die sollen kein Problem machen, dann ist ja alles gut. Komm. Boah. Habe ich keinen Spieler mehr in der IV? Ne, das ist nicht gut, Digga. Einfach keine Spieler, die ich abgeben kann, Digga. Einfach keine Spieler, die ich abgeben kann. Habe ich irgendwelche Stürmer, die ich abgeben kann? Yeah. Den Muriel geben wir ab, ne? Hoffentlich kommen wir da ein bisschen auf Dings. Barella als LV, ja, könnte man eigentlich machen. Könnte man eigentlich machen. Was geht ab, Luca B? Welcome in the stream. Komm, Digga. Verteidiger. Verteidiger. Okay. Chemie fehlt uns eigentlich immer noch. Okay, jetzt fehlt uns keine Chemie mehr. Aber Rating fehlt uns. Rating fehlt uns. Dann gucken wir mal, wen wir da abgeben müssen.
Oder was meinst du, wer wird Stamm spielen auf RV, wenn Dumfries geht? Oder wir müssen erst mal gucken, ne, wer da verkauft wird oder was da passiert. You know what I mean? Müssen wir erst mal gucken. Kann ja sein, dass er auch gar nicht weggeht oder dass wir den gar nicht verkaufen. Wir müssen erst mal gucken, Bruder. Wenn der weggeht, dann müssen wir gucken, wen wir als Ersatz holen. You know? Wir haben ja momentan gar keinen Ersatz geholt. Da sind ja einige, die mit denen wir in Verbindung gebracht werden. Aber wir müssen auf jeden Fall noch gucken, ne? Es hat uns noch gut, aber sein Tots aus Top-Ligen, Tots Upgrade gezogen. Bruder, ob der gut ist, safe, ne? Wenn du ihn so spielst, wie man den spielen sollte, aber du musst am Ende gucken, wie der bei dir funktioniert, Bruder. Also ich weiß, wenn ich mit dem spielen würde, ich würde da auf jeden Fall die ein oder andere Nase auseinander knocken. You know what I mean? Und Donnarumma, overrated, der ist nicht mal so gut. Oder der ist gut, aber der braucht Fokus, Bruder. Der muss in den Fokus klaren, dann wird das schon. Der hat gerade mehr Fokus auf Para. Molina von Udinese finde ich gut, ja. Der ist interessant, Bruder. Der ist auf jeden Fall interessant, Digga. Aber sagen wir mal, wir verkaufen Dumfries. Und ja, Digga, auch Dings, De Vrij und können dann ein bisschen Geld in unseren Verein investieren. Ich würde auf jeden Fall auf der rechten Seite dann Bellanova wollen. Okay. Als Backup hätten wir für die rechte Seite dann Darmian. Und auf der linken Seite haben wir sowieso Gosens. Und wenn wir dafür noch diesen Odogi holen, das wäre auf jeden Fall echt nice, Digga. Also ich finde die beide auf jeden Fall gut, Digga. Aber Molina wäre auch nicht schlecht, Digga, in Argentino. Was für ein Shapeshifter und Barella wäre geil. Boah, wenn die da rauskommen, wäre natürlich cool, aber ja. Müssen dann gucken, welche Positionen die bekommen und so weiter und so fort. Warte, was fehlt uns nochmal? Rating hat uns gefehlt. Dann ballern wir mal hier Dings. Dann ballern wir mal hier Dings. Die Dream-Spieler gucken mal. Ne, wir brauchen 88er, ne? Cruz. Hey, Cruz. Okay, mit Groß hätten wir alles. Nee, hätten wir nicht, Digga. 88er, oha. Oha. Nee, ich guck mal, welche... Ups. Ich muss da noch ein paar Spiele haben, die ich abgeben kann. Was geht ab, Lenny? Walaikum salam, alles klar? Und was für eine RV? Boah, nee, ich brauche keine RV. Ich habe da Cuadrado. Und der bleibt doch. Der bleibt doch drinnen. Und einfach die Goldkarten abgeben, Digga. Einfach die Goldkarten abgeben. Aber ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel Rating, ne? Da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Rating. Den können wir wegballern. Den können wir auch wegballern. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Okay, wir hatten damit schon mal Rating. Aber das ist auch dann zu viel, ne? Das ist auch zu viel. Das wollen wir auch nicht, ne? Das ist aber auch zu viel, ne? Wir könnten jetzt hier diese Sparmodus und sowas machen, aber scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Einfach abgeben, Digga. Scheiß auf das, Digga. Oder gehen morgen ein mies geiles Turnier schauen, U14 mit Barcelona, Paris, Frankfurt und so. Ey, cool, Diggi. Geile Matiko, yo. Einfach diese Jungs abgeben. Ich würde mal sagen, ich öffne mal ein, zwei Packs, Digga. Ich öffne mal ein, zwei Packs. Maybe bekommen wir da irgendeinen... einen stabilen Jungen, Digga. Bis dann könnt ihr Jungs, diejenigen, die neu am Start sind, gerne ein Abo da lassen. Und wenn ihr richtig korrekt seid, dann sogar ein Like für den Algorithmus. Wir haben mehr Zuschauer als Likes. Deswegen lasst uns mal das ausgleichen. Ihr wisst Bescheid. Mach mal weg, Digga. Was soll ich mit deinem Gumerisch? Gumerisch. 21:47 Uhr. Jungs, kann sein, dass ich gleich so in 10 oder 15 Minuten eine kleine Pause mache. Die werden nur maximal 5 Minuten oder so dauern, okay? So, ich glaube, ab 10 mache ich so eine ganz kurze Pause, okay? Dann, wenn ihr wollt, da könnt ihr auch kurz eine Pause machen. Oder ihr kommt dann, wenn es 5 Minuten wieder rein, oder wenn ihr korrekt seid, bleibt einfach drinnen. Gönnt dem Mosulin ein bisschen Watchtime. Aber komm, let's go. Und danach könnt ihr auch theoretisch dann schon mal direkt die Sachen öffnen, ne? Guck mal, das haben wir schon mal. Das öffnen wir auf jeden Fall noch.
Mal gucken, wie wir da ziehen, Digga. Und nicht mal Flammen, Digga. Norwegen, Ødegaard. Ødegaard. Der gute alte Ødegaard. Oh, man. Hey, Miguel. Ja, komm, haben wir noch den tauschbaren Pack. Da drin ist ein 82er Plus, Digga. Mal gucken, wer das sein wird. Und nichts Besonderes. Deutschland. Gosens, Volland. Oder Ginter, okay. Ginter ist nicht schlecht, Bruder. Also 84er kann man mitnehmen, Digga. Ozis, Pogba und Juve einig. Die sind sich auf jeden Fall einig. Also es ist auf jeden Fall positiv, wie es bei denen aussieht. You know what I mean? Aber ich glaube, das sind auch wahrscheinlich so kleine Details, die man noch so absprechen muss. Und dann wird das schon. Dann wird das schon. Der ist auf jeden Fall dort. Der hat ja vor einem Monat Man City uns abgelehnt und so. Let's see what will happen. Aber die haben auf jeden Fall für die Position, also die haben mit Pogba auf jeden Fall einen guten Spieler geholt, ne? Und Allegri weiß auch Bescheid, Digga, wie er ihn benutzen muss. Let's see, ne? Wie das am Ende sein wird. Die Maria nicht, Bruder. Weil die Maria möchte nur einen Jahresvertrag haben. Juve wollte den für 2 Jahre haben. Und ja, der will halt ein Jahr noch in Europa spielen. Danach möchte er zurück in die Heimat. In Argentina will er dann spielen, weißt du? Und Juve will den für 2 Jahre haben. Deswegen, da ist nichts dran mehr. Okay, 87er Mannschaft. Erstmal einen billigen Team of the Week reinballern. Einen billigen Team, ich meine Team of the Season. Team of the Season. Chuck hier geben wir natürlich nicht ab. Wir geben den Guerrero ab, Digga. Guerrero. Einen Spanier. Okay, here we go. Ich habe ehrlich kein Rating mehr. Also ich habe generell keine richtigen Karten mehr, ne? Ich habe nur High-Rated Special-Karten. Einfach mehr Special-Karten als Gold-Karten, Digga. Das ist schon albern. Boah, guck mal. Die und dann geht's weiter los mit den 83er. Wäre ich die bei dir, wäre ich einfach länger geblieben. Ein Jahr macht nicht so viel aus. Bruder, das denkst du dir ja, weißt du, was ich meine? Der hat wahrscheinlich seine Ziele und der will einfach so bald in der Heimat spielen, weißt du? Der wird schon seine Gründe haben. Na, warte mal. Sogar wenn ich die Tauschbare gucke, Digga. Okay, Ginter, Digga. Der Stegen. Ja, das tut eigentlich weh, dieses Spiel abzugeben, ne? Aber ich gucke mal noch ein paar, die ich in der Liste habe, Digga. Die ich noch in der Liste habe. Das ist schon albern, Digga. Ich muss auf jeden Fall, oder ich versuche auf jeden Fall heute, wenn es geht, doch in Divi 1 zu kommen, Digga. Auf entspannt, Digga, Divi 1 und da noch die untauschbaren Rewards mitnehmen. Ups. Wir wollten auf Transfers. Transfers. Okay, also in 8 Minuten gehe ich, glaube ich, kurz weg. Boah, guck mal, hier habe ich auf jeden Fall auch einige Rating-Spieler. Lakaka können wir reinballern. Gündoğan. M by PayPal. Leihspieler, Habibi. Der Bruder, einfach ein Türke, der frei heißt. Kerim frei. Freiheit für Kerim. Der Rehn im Verein. Aspas in dem Verein. Luke Shaw. Okay, Digga, Ibra wollte auch in den Verein. Luke Shaw. Wie ist es mit Gusty Jones? Kann der auch rein? Ja. André Silva kann auch in den Verein. Okay, mal gucken, ob das reicht, Digga. Mal gucken, ob das reicht, Digga. Let's go. Dann hätten wir schon mal 2 geile Dinge. Und wenn du Döner isst, wie isst du den? Mit der Hand, Bruder. Ich nehme den so in der Hand, Bruder. Beiß den halt so rein und so esse ich den, Bruder. Wie isst du den, Bruder?
Ab und zu so mit Gabel auch ein bisschen, you know what I mean? Wie ist Süleyman, siehste? IFG, Tots Upgrade. Haben wir das schon nicht gemacht? Oder ist das wiederholbar? Achso, nee, das eine war ja Dings. 93 plus. Genau. Meine, was tust du rein? Ich tue da Fleisch rein, Salat rein. Einige Gewürze. Nein, Spaß, Bruder. Je nachdem, ne? Je nachdem. Ich nehme eigentlich alles, Bruder. Salat, alles. Soßen, je nach Lust und Laune, Bruder. Aber ich nehme eigentlich alles, Bruder. Alles. Alles. Wenn man Bock hat, Digga, dann einfach auf traditionellen, Bruder. Einfach so mit Jajik, Bruder. Wenn man Bock auf so ein bisschen moderne Sachen hat, Digga, dann mach so neuere Soßen, so Cocktail, dies, das, tralala, aber. Oder mal auch scharf. So, kommt auf Lust und Laune an, aber von Ding her, kalt, Bruder. Und Salat, alles, Bruder. Soßen, wie gesagt, Lust und Laune. Wie ist bei dir, Bruder? Wie ist bei dir? Also, sagst du alles auch mit scharf und Zwiebel? Ja, Bruder. Zwiebel ist das Wichtigste, Bruder. Vertrau mir, Zwiebel ist das Wichtigste für mich, Bruder. Ich könnte sogar sagen, baller mehr Zwiebel rein, Bruder. Also, ich hätte nichts dagegen, Bruder. Zwiebel ist so wichtig, ne? Ibrakadabra. Na, aber wie gesagt, ich nehme alles mit, Bruder. Hatte aus Pick Leber, Win oder L? Habibi. Was denkst du selber, Bruder? Was denkst du selber, Bruder? Ich sag mal so, wenn du den einbauen kannst, oder wenn er deine Mannschaft stärkt, Bruder, dann ist er doch ein Win, you know what I mean? Der hat gute Werte für einen Stürmer. Der macht die Bälle rein. Und Ding ist ein Win, Bruder. Aber wenn du da jetzt einen 99er Pelé oder sowas hast, dann bringt der dir natürlich nichts, weißt du? Das musst du auf jeden Fall selber wissen, mein Süßer. Für mich Win. Dann ist es sehr gut, Brody. Bro, Kebab, alles, also Salat, Gurken, alles und Chili, Cheese und scharf. Genau, so muss es sein, Digga. Für mich Win. Auf jeden Fall, das ist gut, Bruder. Wie gesagt, Digga, egal welcher Spieler das auch ist, wenn eure Mannschaft verstärkt, Digga, dann ist das auf jeden Fall ein Win. Kann sein, dass das für mich oder einen anderen Spieler kein Win ist. Es kommt immer auf die Mannschaft an und so, weißt du? Aber solange ein Spieler eure Mannschaft verstärkt und so, das ist ja im Endeffekt ein Win. Lasst euch da auf jeden Fall nichts einreden. Bei mir ist es mit alles, mit Schaf und Chili Cheese Sauce. Das ist bei uns in Salzburg normal, dass bei jeder Dönerbude Chili Cheese Sauce. Oha. Ja, Lomatike, Bruder. Heftig, ja. Ich frage mich ehrlich, Digga, wie ein Döner bei euch in Österreich schmeckt, Digga. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, Bruder. Ich hoffe, wir kommen auf Rating, Digga. Freunde, falls ihr noch auf dem Kanal seid, ne, ihr wisst Bescheid, ne? Checkt alle ab, ob ihr schon ein Like da gelassen habt. Ob ich schon ein Like da gelassen habe. Uns fehlt noch ein Like, dann haben wir die 15 Likes. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann sogar ein Abo da lassen. Okay? Yo. Digga, ich glaube, das wird nichts mit der Rating, Digga. Das wird leider nichts mit der Rating. Ich guck mal, welche Special-Karten ich habe, die ich da maybe reinballern kann. Messi, Digga. Bei uns kommt am Ende erst die Soße, in Deutschland kommt die als erstes. Was feierst du mehr? Bruder, wer sagt, dass die am Ende bei uns als erstes kommt? Das ist von Dönerladen zu Dönerladen anders, Bruder. You know what I mean? Es gibt manche, aber das kommt ja auch oft drauf an, was du bestellst. Weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, die schmieren das in Dings rein. Es gibt Leute, die ballern das am Ende rauf. Das ist von Laden zu Laden anders. Das ist nirgends Vergleich, Bruder. Jeder hat ja seine eigene Art und Weise von Zubereitung, weißt du? Aber mir ist egal, Bruder. Am besten nimmst du beides. Es soll am Ende... Es muss schmecken, Bruder. Weißt du? Es muss schmecken, das ist halt das Wichtigste. Es soll nicht rauslaufen. Es soll nicht zu viel sein, aber auch nicht zu wenig, weißt du? Genau, Berlin, die machen alter Soße und dann Fleisch und so. Ja, aber theoretisch könntest du ja auch den... Du könntest ja den Arbeiter sagen, Habibi, mach mal so, Bruder. Mach mal für mich das so. Pack erstmal das rein und am Ende die Soße. Dann werden die das auch machen, weißt du? Weil die müssen am Ende den Gast zufriedenstellen und die werden dann nicht sagen, nö, wir machen das aber so.
Was werden die nicht machen, you know? Döner-Teller oder Adana? Oder ich, wenn ich dann was Großes nehmen würde, dann lieber schon Adana, weißt du? Weil Döner-Teller, Bruder, da kann ich mir gleich eine Döner-Tüte oder so holen, Bruder. Oder zwei Döner-Tüte, Bruder. Sag's noch zu dem Bro, gib mal eine Teller, Bruder, packst du das darauf, weißt du? Wir haben hier so einen Laden, Bruder. Da bestellst du, wenn du dort Dings esst, ne? Döner-Tüte, Döner-Box, Pompom-Döner oder was ihr auch alles sagt, Digga. Das packt ihr dort, also die, wenn ihr dort vor Ort ist, bringt ihr das in einen Teller rein. So, wisst ihr, was ich meine? Hab dich nochmal eingeladen, hab mal ein bisschen Geduld, ich komm gleich bei dir rein. Und welches Fleisch nimmst du immer? Bei mir ist es immer Pute. Oder kommt drauf an, ne? Mittlerweile, ihr wisst ja, da gibt's schon viele Faxen, die diese ganzen Läden machen. 40% Fett, was weiß ich, diese ganzen Dinger, Separatorenfleisch. So viel Prozent ist das, so viel ist das. Ich habe da einige Läden. Meistens gehe ich zu meinen Kollegen, deren Läden. Oder wo ich auf jeden Fall so ein Vertrauen habe, wo man die Leute kennt, wo man auf jeden Fall die Jungs, wo man auf jeden Fall, was ist blind Vertrauen, aber wo man weiß, ey, die sind auf jeden Fall clean, wo du das auch herausschmeckst und je nachdem, ne, was halt bei denen gut ist. Ich kann eigentlich alles nehmen, aber Kalb ist schon gut, you know. Gut ist Beste. Boah, I don't know. Ist halt am Ende Geschmackssache, ne? Ist alles auf jeden Fall Geschmackssache. Warte, was muss ich noch abgeben? Völlig vergessen. Ich brauch Rating, Digga. Rating. Digga, Bro, ich krieg gleich die Krise, das nervt so, dass... Ja, Bruder. Habibi, das ist auch bei mir so. Aber bei Fabrizio regt das auf. Aber Bruder, ich habe noch schlimmere Probleme. Du weißt so, was ich dir gestern erzählt habe, Bruder. Ich kann kein Folgen und Endfolgen. Juckt mich eigentlich nicht. Aber ich sehe keine Nachrichten, Bruder. Ich sehe einfach keine Nachrichten, Bruder. Ich muss einfach ab und zu in den Chat gehen und dann werden mir die Nachrichten gezeigt, Digga. Richtig komisch, Digga. Steakfleisch. Was für Steakfleisch, yo. Man kann es halt nicht sagen, weil es könnte sein, dass bei euch am Pute nicht so gut schmeckt. Bruder, das kann man, was ist Deutschland? Bruder, das ist wie gesagt von Laden zu Laden anders, ne? Du musst halt wissen, was Qualität ist. Du musst halt gucken, ne? Wie gesagt, die meisten, wo ich meistens immer essen gehe, das sind so Läden von meinen Kollegen. Und da sehe ich alles, so, man sieht auf jeden Fall, ne, von wo die alles holen, wie das ist, Prozentanteile und so, da hat man schon ein Vertrauen. Ich gehe jetzt auch nicht einfach irgendwo essen. Ich bin generell nicht so der Fan von draußen essen gehen. Lieber bereite ich mir alles selber vor oder esse einfach zu Hause was. Also ich bin mehr der Fan davon, aber wenn ich draußen esse, dann will ich da essen gehen, wo ich weiß, was ich bekomme. Sagen wir jetzt Bulgur. Dies, was die meisten sagen, türkisches Reis oder was auch immer, obwohl das nicht mehr Reis ist, Digga. Das zum Beispiel würde ich niemals von draußen essen, Digga, weil das kannst du tagelang einfach so jemanden anbieten. Die meisten würden das immer noch essen. Wisst ihr, was ich meine? Da kann man solche Faxen machen. Das gleiche auch bei Sucuk, Digga. Das könnte abgelaufen sein. Die meisten würden das gar nicht merken. Und da muss man auch schon ein bisschen Ahnung haben. So, wisst ihr, was ich meine? Digga, habe ich gar keinen Dings, Digga. Rating-Spieler, die ich irgendwie abgeben kann. Man muss auf jeden Fall aufpassen. Türkische Reis zu wild. Das ist eigentlich nicht mal Reis, you know what I mean? Vitinia können wir abgeben, aber das ist eine Totzkarte eigentlich, ne? Carlos Bibu, ne, der ist eine Legende, Digga. Den geben wir nicht ab. Bourgeois können wir abgeben, Bourgeois. Komm, here we go. Bei uns kostet ein Döner 7 Euro, aber ein spezielles Fleisch, und zwar Steakfleisch. Oder ich kann mir diesen Geschmack gar nicht vorstellen, Digga. Steakfleisch, Digga. Wie schmeckt das? Okay. Okidoki, warte mal. Klappt das auch? Ne. Das klappt nicht. Ah, einfach abgeben, Bruder. Scheiß mal sparen. Ich gebe das ab. Wir haben jetzt zwei SBCs, Jungs, ihr wisst Bescheid, Digga. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Alle, die neu auf den Kanal gekommen sind, checkt alle ab, ob ich schon ein Like da gelassen habe. Müssen auf jeden Fall mal die 15 Likes knacken. Es kommen neue Leute dazu. Das sind auch Leute, die immer am Start sind. Aber lasst mal auf jeden Fall Liebe da, Jungs. Ihr nehmt hier Mehrwert, nehmt Mehrwert an Wissen, Entertainment, Content, alles mit. Aber müsst ihr auf jeden Fall Liebe da lassen, sonst wird das nichts, ne? Dann bleibt Mosi immer auf der Baustelle.
Jungs, ich gehe dann gleich auf jeden Fall bei Dings rein, bei dem AIM. Wir haben auf jeden Fall einmal den 94 Plus TOTS Player Pick, den EFGS 93 Plus Pack. Den öffnen wir auf jeden Fall gleich bei mir. Ich werde auf jeden Fall einmal den Pack bei AIM öffnen. Dann mache ich eine kurze Pause. Und dann geht's ab. Dark Cracker. Oder hast du zwei Accounts, Digga? Hab den Pick auch gemacht, aber alle drei unter 100k. Das ist natürlich nicht cool, Bruder. Habe sie noch nicht probiert, aber mein Bruder war dort und er meinte, es schmeckt richtig gut und es lohnt sich die 7 Euro. Safe, Bruder. Wie gesagt, am Ende ist es alles Geschmackssache, Digga. Ja, habe zwei, aha. Im Endeffekt ist alles Geschmackssache. Kann sein, was für dich gut ist, ist für den einen oder anderen nicht lecker und so weiter und so fort. Aber let's see. Aber Leber bekommen, den wollte ich auch, Bruder. Das ist auf jeden Fall gut, Digga. Das ist auf jeden Fall sehr gut, Yannick Lein. Können wir machen, mein Bester. Können wir machen, Jungs. Ihr wisst Bescheid, ne? Keine Angst vor dem Bild haben. Würdest du aber Steakfleisch fühlen? Bruder, ich muss das probieren, ne? Ich muss das probieren. Ich kann das ja nicht sagen, so. So, ich muss probieren und dann... Also es wäre natürlich geil, Digga. Man will jetzt auf jeden Fall wissen, wie das schmeckt, aber man muss auf jeden Fall probieren. Jungs, dann geht's ab, Digga. Jetzt geht's ab. Der Bre hat 88 Physis. Mal gucken, wie defensiv werde sein werden. Okay, ich glaube, der wird mehr ein Außenverteidiger oder ein ZDM sein. Ja, der wird wahrscheinlich ein ZDM sein oder Außenverteidiger. Ich glaube, maybe mehr. Guck mal, wenn er sehr viel Tempo hat, dann ist er ein Außenverteidiger. Wenn nicht, dann ZDM. Es wird ein Außenverteidiger sein. Was glaubt ihr, Jungs? Also ich schnapp deine Sachen und komm nach Salzburg und probiere den. Habibi. Habibi. Davis. Kommt drauf an, ne? Für den einen wäre das Win, für den einen nicht. Davis. Muss mal gucken, Digga. Ich glaube, der könnte Safety ein oder andere Mannschaft verstärken. Let's go. Was sagst du, Digga? Kannst du mit dem was anfangen? Aber es geht auf jeden Fall schlimmer, Digga. Jetzt noch Jude oder Nkunku oder Kimmich. Boah, das wäre geil. Ich habe zum Beispiel einen Kimmich, Bruder. Wenn ich schenken könnte, ich würde den dir locker geben, Bruder. Deutschland, Österreich? Auf jeden Fall. Marquinhos. Schade, Digga. Er sagt doch F, Digga. Das heißt, er kann mit dem nichts anfangen. Freunde, ihr wisst Bescheid, Digga. Ihr wisst Bescheid, ich mache eine kurze Pause. Ey, scheiße, wo ist mein Deckel? Ja, das ist... Achso, meine Flasche ist schon zu. Jungs, ich mache eine ganz kurze Pause. Ich wollte eigentlich um 22 Uhr oder um 21:52 Uhr wollte ich eine kurze Pause machen. Ich mache kurz 5 Minuten was, dann bin ich wieder am Start, okay, Jungs? Wenn ihr korrekt seid, bleibt ihr einfach drinne. Das wäre auf jeden Fall sauber. Wenn ihr sagt, nö, wir sind nicht cool, wir sind Hunde, dann kommt in 10 oder 5 Minuten wieder, okay? Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Ich schreibe das einmal auch ganz kurz in den Chat rein. 5. Warte. Mache eine 5 Minuten Pause. Danach öffnen wir den 94 Plus. Ups. Tots. Leer. Fick. Und den, warte, wie hieß das Teil nochmal? EFI war, wow, Bruder. FIGS, Digga. 93. Los. Ich
Dot 92 plus. Weg. Okay, das pinnen wir auf jeden Fall, machen eine 5-Minuten-Pause, danach öffnen wir den 94 plus TOTS Player Pick und EFGS TOTS 93 plus Pack. Okay Jungs, ihr wisst Bescheid, Digga. Ich bin in 5 Minuten auf jeden Fall zurück. Wie gesagt, wenn ihr am Start seid, korrekt auf jeden Fall. Ich sehe schon, die meisten sind schon abgehauen, Digga. Aber wer hier drinnen bleibt, mir Watchtime gönnt, Macher. Ihr seid die Besten. Jungs, wie gesagt, bis gleich, Digga. Und wenn ihr neue Leute seht, Digga, dann sagt ihnen auf jeden Fall Bescheid, Moselin ist gleich zurück, okay? That's a heel toe. Look, what you thought, think better. Sundress, no draws, got the seat wetter. Got my suede jumpsuit for the wind chill. Hot girl, but she blowing like a windmill. Truly, I ain't got a flex for the routine. Too clean with a plate full of poutine. Worrying about me can't help you. Way better when it's heard and it's felt too. Get my weed from the west, go from the south. Show them how to make them triple O's from the couch. Counting on luck. Ain't a life plan. I might have the last laugh for a lifespan. Hey, I be out of town, out of time, out of blood rush. You be out of line, out of bounds, out of comeback. I be out of town, out of time, what it does, ayy.
I'm too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Look, papa don't preach, teachers don't teach. Gon' reach, that's facts. I ain't worried about none of that. I'm making that cash stack. Bunch of O's like NASCAR, but it's really more like NASDAQ. Why they thinking that they hot when they really more like quarter on me like a referee. Hating what they'll never be. Small top with a big bottom, yeah, shorty shape like a letter D. Let her have it, then I let her be. If you love it, gotta let it grow. Crazy cause you really never know. When I'm hurting, never let it show. I'm a two-tone, two-phone, two-chain, new thing, lame whip, but you a broke. Low class, no cash, certified lame. I've been getting to it like I ought to. Couldn't pick, so I bought two. Understand why your chick came. I'm just trying to figure why she brought you. I'm really reppin' and I'm flexed up. And I ain't gotta tell them I'm next up. Sleep on the they rest up. But I'm up and I'm getting my checks up. Me and the fellas be highs, propellers. They could tell us we great. Looking at like, how do you figure? Unless you been talking about aphids. I'm too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Look how we litty, we turned up the city, we raising the bar height. I've been finessing, just look at them stressing, yeah, they been up all night. Sipping this water with somebody's daughter, she take what I taught her and build on it. Came in this game on that today, ain't in a couple years later, we still on it. Be hating on it, be waiting on it like a new season. I bet an acre on it, I put some paper on it like I'm loose leafing. Buying them assets, build me a cash net, I could fall in. Look at my last bet, ain't got a tiptoe, I'm all in. Think on a level that can't fail, and I roll me a J with the hate mail. Been doing good on the merch sale, all this bread on me look like a bake sale. Tell her your what's really good, I'll be really good on a jaw jack. Send an email about the bread, I'ma hit you back with the car back. I'm too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Ayy, ayy. Ayy, ayy. Love. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. With your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fade, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, fugazi. How would they ever go with a kid? Put it on baby, you do not faze me. Boy, I do not give a what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust him, he the piss. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shouting my DNA all real. Sweatsuit all heel figure. And I ain't even got a deal with you. If I ain't never split a bill with you. I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Growing from a cider. Bathrobe in his Prada. Fiji water by the cold glass. Granddaddy by the Ziploc. Flex season, I'm road running. I'm staying all on my tip top. Young man with an old mind. So I ain't worried about slight. I be up till sunrise. I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of honeys. I'm jiggy, I'm flexing it. Figured I hit it and quit it. I'm busy. I ain't got a minute for texting it. Came from the gutter.
brother, I'm moving my mother right out of the city. I'm a star and they know I go hard, so I'm kissing them babies and signing them. Go blinging like Chingo, rock star like Ringo. Checks coming in back to back, I'ma line them up like bingo. Oh, I think that they like me, they be all in my wood tip. Not a stain on my white tee, I'm popping all of this good. Big flex, my swole, double cup and I'm pulled up. Hating like hola, what's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Yo, Jungs, Mussolini ist auf jeden Fall. Oh. Wir haben vom Startbildschirm, Digga. Ja, Digga. I'm back, man. Ja, Jungs, warte mal kurz. Eine Sekunde kurz. Okay, Jungs, Digga, ich hoffe, man kann mich hören. 1, 2, 3. Er kann mich hören. Ja, man kann mich auf jeden Fall hören. Bandana jetzt ab, Digga. Jetzt auf jeden Fall Dings. Cappy, Digga. Jetzt auf jeden Fall Cappy. Und hast du den Jürgen? Oder schäm dich mal, yo. Wie kommst du auf sowas? Wenn du wüsstest, Bruder. Was eine geile graue Jungle sagst du an? Bruder. Die ist nicht so geil, Bruder. Also die ist entspannt, Digga, aber es gibt geilere, Bruder. Es gibt geilere auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall geilere. Jungs, ihr wisst Bescheid, Digga. Wir öffnen jetzt auf jeden Fall die Sachen. Mit was sollen wir anfangen? Mit was sollen wir anfangen? Was sagt ihr? Ich weiß schon, Bruder. Natürlich, Bibi. Habibi. Jungs, was sagt ihr, mit was soll ich anfangen? Warum kann ich da nicht mehr rein? Du musst dich um irgendwelche Gegenstände kümmern. Um welche Gegenstände? Gebet möge Allah annehmen. Habibi, danke dir, mein Bester. Aber sag nicht hier so, Bruder. You know what I mean? Bevor man so eine kleine Arroganz bekommt, Bruder. You know what I mean? Also nicht, dass ich so ein Gefühl davon bekomme. Aber danke dir, mein Bester. Bruder, komm. Wollen wir diesen... Seid ihr noch alle überhaupt am Start, Digga? Seid ihr alle am Start? Schreibt mal alle einmal eins in den Chat, Digga, damit ich weiß, wer am Start ist, Digga. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, Abis, Bruder. Wa alaikum salam, Bruder. Wer ist hier alles am Start? Alle mal eins machen. R3, yalla, machen wir auf jeden Fall mal besser. Machen wir auf jeden Fall. Ui, Ardalino hat die 2 gemacht. Oh, Marlo. Marlito, Jungs, ihr wisst Bescheid, Digga. Aber auf dem Pack, aus dem Pack Vlahovic, Kustigi. Okay, ihr wisst, Player Pick und diese Dingsabums haben wir auch gemacht. Ein Schluck Wasser, dann geht's ab, Digga. Okay, let's go, man. R3, Digga. Keine Angst haben vor dem schönen Bild, Digga. Keine Angst haben vor dem schönen Bild, Digga. Immer wenn ich das Bild sehe, ich verlieb mich in mich selber, Digga. Ich verlieb mich selber, Digga. Okay, Digga. R3, Digga. Let's go.
Okay, Berardi haben wir. Berardi haben wir. Jungs, ihr wisst Bescheid, ne? Falls wir neue Leute wieder auf dem Kanal haben, alle schon mal ein Like da lassen, damit wir die 20 angreifen können. Und falls ihr komplett neu da seid, dann sogar ein Abo da lassen, damit wir die 930 näher kommen. Inshallah, was Gutes. Von Dingen ist er gut. Dribbling nicht so cool, aber Immobile brauche ich. Oder irgendein Spieler, den ich bei mir einbauen kann. Wir machen mal weiter. Er muss auf die Bank. Leer war einfach besser. Mhm. Wir machen mal weiter. Ah, Tavernier. Das Ding ist, wie viel ist er noch wert? Ich kann mit dem nichts anfangen. Würde ich eine andere Philosophie in Dings verfolgen, dann hätte man den auf jeden Fall benutzen können, Digga. Was glaubt ihr, wen wir noch bekommen, Digga? Was glaubt ihr, wen wir noch bekommen, Digga? Was glaubt ihr, wen wir noch bekommen, Digga? Oh nein, Digga. Das Ding ist, guck mal, wir haben beide untauschbar. Guck mal, hätte ich den Untausch, also hätte ich den nicht gehabt, hätte ich mitgenommen, ne? Hätte ich den auch nicht gehabt, hätte ich den auch mitgenommen. Es ist eigentlich ein sehr guter Pick, Digga. Aber ich hab die alle schon. Aber ich musste, ich nehme dann halt. Boah. Kann man nicht irgendeine SBC wiederholen, Digga? Ich könnte diese ETFGS trotz Upgrade machen. Dann nehme ich einfach Berardi mit und gebe den dort ab, Digga. Weil mit Tavernier und so, ich kann mit diesen Jungs nichts anfangen, Digga. Bruder, der ist gut, Bruder, aber du weißt, Bruder, ich kann den nicht nehmen, Bruder. Also, was soll ich mit dem machen? Ich guck mal, welche SBCs noch gerade am Start sind, Digga. Ich glaube, dieses eine SBC, was gestern rauskommen sollte, das ist safe noch am Start. Dann gebe ich den einfach dort ab, den Berardi. Weißt du, einfach Rating mitnehmen und alles, was wir noch im Verein haben, ball ich da rein. EFGS Tots Upgrade ist noch am Start. Was muss man dafür abgeben? 85er Team. Ja, ich nehme Berardi mit und gebe den dort ab. Und da haben wir noch ein Pack, Digga. Da haben wir noch ein Moments Pick. Nein, Bruder. Lohnt sich nicht. Bruder, hör mal auf, immer dieselben Spieler wie ich zu bekommen. Oder hör mal auf, die vor mir zu ziehen, Digga. Nimm lieber Tavernier, dann hast du keinen Stress, Bruder. Ich hab doch keinen Stress, Digga. Ja, Baby. Ich hab keinen Stress, sondern ich will einen geilen Spieler haben. Nein, Bruder, sowieso einfach Rating mitnehmen. Berardi geben wir dann gleich ab, Digga. In den Tots Upgrader. In den Berardi SPC. Genau, Bruder, das machen wir auch. Das ist ja diese eine andere, das brauchen wir nicht. Wo ist diese EFGS? Genau das. Hier können wir auch theoretisch die Top 5 Ligen ziehen, ne, oder nicht? Genau. Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga und La Liga. Gib mir einfach einen Theo oder Immobile und tipptopp. Mach markierte Nachricht weg. Ja. Lustigi. Lustigi. Ja, Digga, dann. Genau, RF Domenico Berardi. Ey, Jatolein, bist du noch am Start? Bist du noch am Start? Jetzt gucken wir mal, wen wir noch abgeben können. Am besten irgendwelche Android-Goldspieler. Irgendwelche Goldspieler, die wir hier wegballern können. Zahar, Digga. Der ist auch ein Mann, Digga. Zahar ist ein Mann, Digga. Glaub mir. Der Typ ist ein Mann. Glaub, der hat seine Prinzipien, Digga. Und dafür steht er auch, Digga. Lalalalala. Jungs, aber wie geht's euch? Vor allem auch die neu dazugekommen sind, ja? Midoline, alles klar? Genau, IVs haben wir gar nicht, Digga. Aber haben wir gute Verteidiger? Wir haben Mukiele und Aurier. Inshallah, eines Tages mal Fimosi Mod zu sein. Habibi, inshallah. Aber die nächsten, wie gesagt, Jungs, ihr wisst, ab 2K, Digga. Ab 2K. Bis dahin habt ihr auf jeden Fall lange Zeit, euch zu beweisen, ob ihr euch der Aufgabe seid. Ob ihr der Aufgabe würdig seid. Wenn nicht, lasst auf jeden Fall alle Liebe bis dann da. Lebt, ne? So muss das sein, Bruder. Leben, leben, genießen. Nicht zu sehr genießen. Aber einen gesunden Mix. Bruder, warum? Der arme Livakovic, Bruder. Der guckst du, kennt ihr, Digga, damals. Jemand macht so Handybild mit Blitz, Bruder.
Dame, Digga, sein Blick, Digga. So Blitz ist voll in seine Dings reingegangen. In seiner Seele, Digga. Dame, Digga. Dame, Bruder. Domenico Berardi. Bruder, ich hab eigentlich. Ja, ich hab ehrlich keine Karten mehr, ne? Guck mal, welche Tauschbare ich habe, Digga. Da haben wir, glaube ich, einige. Ibra Kadabra mit dem gleichen Bart wie Mussolini. André Silva, Gostic, Shaw, De Gea. Mausi, empfehl mal ein Fitnessgericht. Oder Fitnessgericht, Bruder. Was kann ich da empfehlen? Bruder? Eigentlich auf ganz Standard, Bruder. Mach die Reis, Bruder, mit Hähnchenbrust, Digga. Auf ganz entspannt, Bruder. You know what I mean? Auf ganz entspannt. Aber das gleiche mit Bulgur, wenn du möchtest, Bruder. Kannst du auch machen. Ist eigentlich sogar besser als Reis. You know what I mean? Aber da kann ich dir Dings empfehlen, Bruder. Da gibt's auf TikTok, kannst du solche Sachen reinschreiben, Bruder. Auf TikTok, weißt du? Ich finde, für solche Sachen ist TikTok eigentlich auch sehr gut. Da kannst du dir gucken, wer da für dich so vertrauenswürdig aussieht. Und dort gucken, was für... wer dir dort sympathisch vorkommt. Und dann kannst du mal seine Dings, Sachen kopieren. Ups. Da gibt's so einen Typ, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, dass er aus Kroatien ist, Digga. Der macht das echt gut, Digga. Von dem habe ich mir schon die ein oder anderen Sachen so kopiert. Und ist auf jeden Fall gut. 926 Abo, glaube wieder magische Zahl. Magische Miesmuschel. Aber egal, wir lieben sowas. Mein Gegner ist kurz vor dem ersten Tor und Lever. Warte? Mein Gegner ist kurz vor dem ersten Tor und Lever rausgegangen. Oh no. Er wollte nicht, dass dein Lever anspringt, Digga. Wenn ich Reis nehme. Warte, wenn ich Reis esse, nehme ich wieder zu. Dann nicht so viel essen, Bruder. Dann nur eine Tasche, maybe, ne? Dann nur maybe eine Tasche. Komm, Spina Boy. Spina, jetzt handeln wir mal alles ein bisschen runter, Digga. Livakovic. Ja, Digga, wir sind die Besten im Runterhandeln, Digga. Oh je. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Chemie verloren. Das ist natürlich nicht cool. Aber die Chemie ist gleich wieder da, Digga. Die Chemie ist gleich wieder da. Hoffentlich. Digga, das sind zwei Bulli-Spieler, warum bekommt er nix? Okay. Okay, nee, Digga, wir ballern mal diesen den Typen hier weg, Digga, packen da irgendeinen ZM rein, dann geht's ab. Jungs, aber ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid, man darf auf jeden Fall, man muss auch auf seine Dings achten, ne? Auf die Kalorienanzahl, weil im Endeffekt, wenn ihr mehr zu euch zunimmt, als was ihr so verbrennt, Digga, dann werdet ihr zunehmen, egal wie gesund oder was für eine Fitnessnahrung das auch am Ende ist, ne? Darauf müsst ihr auf jeden Fall auch achten. Oh je, Digga, den ballen wir mal rein. Coquelin. Der nach hier. Jetzt haben wir schon mal alles. Jetzt haben wir Chemie, Digga. Und jetzt können wir wieder alles nach unten handeln. Okay, das ist too much. Egal, lass uns einfach abgeben. Scheiß auf alles. Einfach abgeben. Dann geht's ab. Ich versuche wie Haaland Tag. Wie Haaland Tag zu essen. Er isst am Morgen nichts, sondern nur Glas Wasser mit Zitrone und Salz. Aber Bruder, du kannst doch nicht Haaland kopieren. Weißt du, was ich meine? Das bringt dir nichts, weil guck dir mal an, wie groß der ist und wie groß du bist, was für ein Gewicht der hat und was für ein Gewicht du hast, was für ein Lifestyle, beziehungsweise was er alles macht und was du machst. Du musst alles machen, was mit dir zu tun hat, weißt du? Du musst das alles auf dich anpassen. Du kannst einige Sachen von ihm safe kopieren. Einige Sachen, weißt du? Aber nicht alles 1:1, Digga. Viele machen auch den EA, die kopieren alles von CR7 oder was weiß ich. Und dann, ja, Bruder, das ist halt nicht für euren Körper gedacht. Wisst ihr, was ich meine? Weil ihr seid auf jeden Fall nicht die gleichen Menschen. Und so sieht's aus. Seltene gemischte Spielerpack öffnen wir jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe nicht meinen richtigen Berardi abgegeben.
Okay, Stabilovic, wir haben nochmal einen Berardi. Geh mal ins Team. Und jetzt öffnen wir mal den Pack, ne? Die R7 kann man aber nicht mit Haaland vergleichen. Haaland hat noch... Ne? Alle wie diese nicht bewiesen, ne? Ah, sorry, ohne Zitrone, nur mit Salz. Was sagst du dazu? Kann man auf jeden Fall machen, Bruder, warum nicht? Du musst du gucken, Digga. Das für dich bockt oder nicht? Ob das für dich bockt, ob das dir hilft? Weißt du, was ich meine? Musst du am Ende für dich gucken, Bruder. Okay, Jungs, Tots Pack und Ohr. Was sollen wir als erstes öffnen? Eigentlich den kleinen Pack hier, ne? Sorry, dass ich weg war. Nein, Yato. Was für sorry, Bruder. Du hast einfach deinen wahren Charakter gezeigt. Nein, Spaß. Habibi, Jungs, was öffnen wir? Was öffnen wir? Freunde, falls ihr noch auf dem Kanal seid, alle abchecken, ob ihr schon geliked habt. Uns fehlen noch 2 Likes. Dann haben wir die entspannten 20 Likes geknackt. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann sogar ein Aborino da lassen. Wenn ihr gute Jungs seid. Gute Lebewesen. Was sollen wir als erstes öffnen? 93 Plus oder den normalen? Ich guck mal, ob man schon eine SBC machen kann, weil ich weiß eh, wir werden ein Duplikat oder so ziehen. Ich bin mir eh sicher, dass wir ein Duplikat ziehen werden. Dann gucke ich schon mal, was ich machen kann. Alle mal... Oh. Jetzt auf einmal auf Team of the Season. Thoughts Upgrade. Ist noch EFGS oder so da? Ist auch noch da. Oha, der ist halt wiederholbar. Ja, okay. Dann gucken wir mal, was ich öffne. Ich würde mal sagen, ich öffne diese 93 Plus, Digga. Okay. Oder nee, wir fangen mit dem kleineren an. Warum mit dem größeren? YouTuber hat sich wie Haaland ernährt und er hat Fisch gegessen, weil sein Vater... meinte zu Haaland, Haaland ist... Was? YouTuber hat sich wie Haaland ernährt und er hat Fisch gegessen, weil sein Vater meinte zu Haaland, Haaland ist wie CR7 Fisch. Bruder, was ne Dings, Bruder. Was ne Weisheit. Vater meinte zu Haaland, ist Fisch wie CR7, Digga. Also kopiert Haaland CR7, Bruder. Ich dachte erstmal... Bruder, Haaland soll einfach er selber sein, Bruder. Er ist nur am Kopieren, Bruder. Hörst du Musik? Wenn ja, wen feierst du? Bruder, ich höre eigentlich gar nicht Musik. Ich höre gar keine Musik, mein Bester. Jungs, ich würde mal sagen, wir öffnen mal den Pack hier. Und dann gucken wir mal, wer da rauskommt. Ich hoffe einfach eine geile Flagge. Davis. Damn. Davis. Haalands Idol ist ja CR7 und Brahim. Brahim Diaz oder was? Davis. Jungs. Davis. Was soll ich mit dem? Mit dem Davis. Okay, Digga. Nächste Pack, Digga. Kein Duplikat, Digga. Aber ist okay, Digga. So Fun Team. Davis. Ah, Brahim Diaz meinst du? Okay. Ich will unbedingt die Baller für mein Serie A-Team. Ah, Baby, kauf ihn dir. Jungs. Jungs, ihr wisst Bescheid, Digga. Lass uns mal den... Hier machen wir den Stats Pack, oder? Ne, Stats Pack oder direkt rein? Wir gehen direkt rein, Digga. Wir wollen die Flagge sehen, Digga. Wir wollen die Flagge sehen. Wir wollen die Flagge sehen. Brahim Diaz meinte ich? Ja, Bruder, ich habe schon verstanden, dass du Brahim Diaz meinst. Alles easy. Ich habe das schon beim ersten Mal verstanden. Und? Portugal? Nein. Ah, Nuno Mendes. Ich okay. Ich okay. Also nicht jeder ist so rich wie du. Bruder, da hast du recht, Bruder. Was ist rich, Bruder? Was für rich, mein Süßer? Mussolini ist doch nicht rich, Bruder. Ja? Du bist doch rich, Digga. Du hast ein Atli Ekmek Unternehmen, Digga. Dachte Leo. Oh, Bruder, an Leo habe ich gar nicht gedacht, Digga. An Leo habe ich gar nicht gedacht, Digga. Ich habe an CR7 oder so gedacht. Aber da gab's. Bruder, mach doch Italien-Flagge. Sonst die Baller unbezahlbar, leider. Habibi. Komm in die Gruppe. Dann holst du ihn dir. Haaland hat sich nicht bewiesen und kopiert andere Leute, fühlt sich. Weil er Norwegen der Einzige ist, für den er wenigstens... Ja, Bruder.
Da hast du auf jeden Fall recht, Ardalino. Das hätte einfach Joao Cancelo sein können, auf jeden Fall, mein Bester. Hätte der ein oder andere sein können. Diggi war im Stadion gestern. Bittere Niederlage, aber trotzdem Spaß gemacht. Hab mit unseren Mister Foto gemacht. Ey, geil. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie hast du es geschafft, mit Mancini ein Bild zu machen? Hab Barella zugewunken. Locker Barella und die Marco lachen und. Oh, Bruder. Geil, Digga. Bruder, hast du vielleicht ein Bild, Digga? Auf den. Hast du vielleicht Insta, Bruder, dass du mir irgendwelche Sachen da zuschicken kannst, Bruder? Weil das wäre echt cool, Bruder. Auf den, aber echt geil, Digga. Saubere Jungs, Digga. Wie geht's dir, Umberto? Alles klar? Wie geht's? Lalalalala. Ja, komm, Jungs. Eigentlich haben wir schon alles geöffnet, ne? Wären die wiederholbar, dann hätte ich auch alles da wieder reingeballert, aber. Was sollen wir jetzt machen? Ports Upgrade. Das brauchen wir nicht. EFGS, Ports Upgrade. Jungs, das könnte ich ehrlich zweimal machen, Digga. Und sollte ich auch eigentlich machen. Hab gerade meinen Gegner mit 4 Toren von Lever nach Hause geschickt. Geil, Digga. Eines Tages werdet ihr sehen, dass Haaland einer der besten Spieler der Welt sein wird. Oder wir, das haben wir doch auch gar nicht verneint. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass er das nicht sein wird oder so. You know what I mean? Das haben wir gar nicht gesagt, Digga. Wir haben nur gesagt, er hat sich noch nicht bewiesen. Weißt du? Ob da Potenzial da ist? Auf jeden Fall. Er könnte auf jeden Fall einer der besten Stürmer werden. Er könnte auf jeden Fall einer der besten Stürmer werden. Aber der muss sich auf jeden Fall für Mussolini noch beweisen. Die Marco ist doch crap, oder nicht? Nein, Bruder. Der hat gestern, der hat auf jeden Fall einige, was heißt einige Macken, ich sag mal so, der hat gestern die Ecke gemacht, sodass Bastoni den Kopfball reingeballert hat und die Marco hat diesen einen Schuss aufs Tor gemacht, Digga, sodass der Ball, wo der abgewehrt worden ist von Manuel Neuer, dass Gnotto den Tor gemacht hat, auch ein Inter-Jugendspieler, also die Inter-Spieler haben auf jeden Fall gestern Welle gemacht. Umberto, du machst mich einfach eifersüchtig. Ja, Bruder. Mancini ist nach der Niederlage nochmal gekommen, hat Autogramm und Fotos gemacht, direkt in den Bus gestiegen. Oha, korrekt, Bruder. Wie heißt der eine noch von Inter? D'Ambrosio, Bruder. Danilo D'Ambrosio. Der ist auch ein sehr korrekter, ein guter Junge. Achso, aber Nunes hat sich bewiesen, oder was? Habe ich das gesagt? Beantworte mir mal das. Lül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 
wenn die wieder spielen, denkst du, Nunes und Haaland könnten da spielen? Oder weiß ich nicht. Mal gucken, was Kloppo und der Beppo da sagen. You know what I mean? Ob die sagen, ja, wir geben denen schon direkt die Chance. Müssen wir gucken, mein Bester. Oder macht das auf jeden Fall. You know what I mean? Also viele, wenn die zu irgendwelchen Spielen gehen und so. Ich schicke mir immer welche Sachen, Bruder. Zum Beispiel vom Finale, Bruder. Juve gegen Inter. Aber noch einige, Bruder, die haben mir auf den jetzt, was heißt jetzt, exklusiv Material, aber die haben so generell Sachen geschickt, wo die in der Fankurve waren. Ein paar Tore haben die es geschafft. Oder generell von Stadt und so. Einige waren auch Inter Empoli und sowas. Wäre auf jeden Fall cool, wie die Atmosphäre hier war. Ist die Baller jetzt endlich offiziell? Offiziell nicht, Bruder. Offiziell auf jeden Fall nicht, aber er hat auf jeden Fall zugestimmt. 4 Jahre. Es sind nur, wie gesagt, so kleine Mini-Details, die noch geklärt werden müssen. Aber er ist ja gerade in Miami mit Joaquin Correa und die Baller ist dort. Der wurde auch gestern in einem Restaurant besichtigt. Und der wird auf jeden Fall bald nach Mailand reisen. Wird dort seinen Check machen und unterschreiben. Schon eine Frechheit, dass Gagliardini nicht nominiert wird. Auf jeden Fall. Sehr frech, Bruder. Wie heißt auf Insta? Habibi, mach mal Dings. Ausrufezeichen Insta. Oder Mods, ihr könnt das kurz machen. Bin nur gespannt, Haaland gegen Van Dijk, ob sich Van Dijk gegen Haaland auch verletzt wie Kimmich und die seine. Bruder, ich sag dir eine Sache, das Einzige, wo ich Haaland mal Props, also was ist Props? Wo ich sage, ey, das hat er gut gemacht. Oder was heißt gut gemacht? Der hat ja gar nichts gemacht, Bruder. Kimmich, er hat für mich so eine große Fresse, Bruder. Und wie gesagt, Digga, ich sag euch das. Bei einem Falschen wird es auf jeden Fall dick schief gehen. Und wie peinlich, Bruder. Er ist in den Duell reingegangen, um Haaland zu verletzen. Ich feiere sowas so oder so nicht, Digga, in ein Duell reinzugehen. Man weiß eh, man wird den anderen verletzen, okay? Er geht rein und geht wie ein Dulli raus, Digga. Was eine Ussi. Ussi. Wir können leider das komplette Wort hier nicht sagen auf YouTube, aber was eine Ussi. Was geht da, Blue? 4 Jahre ist schon ein Zeichen von ihm. Auf jeden Fall, Bruder. 4 Jahre plus auf ein weiteres Jahr, wenn beide Parteien damit einverstanden sind. Aber das Gute ist, der ist sehr zuvorkommend gewesen zu Inter. Der hat uns gesagt, ey, Bro, also Inter, lasst euch Zeit, macht eure Dings frei, eure Gehälter und so weiter und so fort. Er hat sogar uns Zeit bis Ende Dings, also Ende des Monats gegeben. Und dass er immer noch die Geduld hatte, obwohl die ganzen Medien Dings mit uns in Verbindung gebracht haben, Lukaku und so weiter. Echt sauber von dem. Also man merkt schon, er will zu uns kommen und er wird auf jeden Fall glücklich sein. Wie Kimmich danach geheult hat. Bruder, wie gesagt, Digga, der wollte ihn verletzen, Bruder. Er hat auf jeden Fall direkt die Sache zurückbekommen, Bruder. Ich feier sowas null, Digga. So, wisst ihr, was ich meine? Auch gestern, Digga, Kimmich, Digga, was... Bruder, warum fühlt er sich, Bruder? Guck mal, er gibt Dings Körper, Bruder, Gnotto. Er fällt hin. Leider habe ich das im Fernsehen nicht so verstanden, was er da gelabert hat, Digga. Aber erstens, Bruder, er hat irgendwas gelabert. Gnotto hat eh keine Reaction gegeben. So muss das sein, Bruder, so einen Typen schenkst du eh keine Aufmerksamkeit. Aber er hat sich so gefühlt, Bruder. Habibi. Aber Mosi, du musst Haaland Props geben wegen seiner Stärke. Oder der ist doch stark. Guck mal, der ist schnell. Hat eine stabile Physis. Der hat auf jeden Fall auch einen strammen Schuss. Aber wie gesagt, für mich muss er sich noch einmal beweisen. Weil ich bin nicht der Fan davon. Ich sag so, ey, der hat dort ein Tor gemacht. Der hat dies gemacht. Oh, besser Spieler, dies, das, tralala. Nein, Bruder, ich werde nicht direkt so Dings so irgendwie diese Props geben. Ich feiere das null, Digga. Vor allem so Mainstream, Digga. Jetzt guck mal, Gnotto, Bruder. Aves, Bruder. Der hat jetzt einige gute Spiele gemacht. Du siehst doch, Bruder. Der ist sogar eigentlich ein aus der Interjugend, Bruder. Ich könnte ihn verteidigen. Sagen, oh, die ist das. Aber Bruder, er ist für mich zu sehr overhyped. Wartet jetzt mal ab, Digga. Der ist doch 18. Er hat auf jeden Fall auch ein bisschen Potenzial, aber man muss auf dem Boden bleiben. Geh gleich mit Redos noch raus. Geil, Digga. Wohin geht ihr? Hallo, Bruder, du ziehst Chucky sofort raus da. Bruder, ich muss ihn leider opfern. Die Ballababa-Transfer? Auf jeden Fall, Bruder. Was ich auf jeden Fall echt gut finde, ist... was ich auf jeden Fall sehr gut finde, er bekommt nicht den Vertrag, oder das ist nicht so, wie soll ich sagen, bei Juve wollte er seine 8 bis 9 plus Bonis, bei uns möchte er nicht das, und das, ich war auch full dagegen, ich meinte, mach lieber den hier, gib ihm 6 Millionen, was auch die ganzen anderen Spieler bekommen, aber gib ihm dafür stabile Bonis, gib ihm sogar Boni auf
12 Millionen, also so, dass er auf 12 Millionen oder 13 Millionen kommt, okay? Aber der soll eine gewisse Anzahl von Minuten erreichen und Scorer. Dann gib ihm alles, Digga. Gib ihm alles. Aber nicht einfach so. Und er ist sehr korrekt. Das wird wahrscheinlich ein 6 bis Millionen Vertrag sein, okay? Und Bonis auf 9 bis, also 8 bis 9 oder vielleicht maximal 10. Er ist sehr zuvorkommend gewesen und das ist korrekt, Bruder. Das ist echt korrekt. Und das ist gut wie beide Parteien, Digga. Wenn er seine bestimmten Anzahl von Minuten und Scorer erreicht, dann bekommt er die Boni, die er sich verdient hat und so muss das sein. Wann wird Miki vorgestellt? Der wird, Bruder, der hat noch seinen Dings nicht mal gemacht. Wisst ihr was? Ich gehe mal in ein Game rein. Ja, kein Bock, ganze Zeit nur SBCs zu machen. Miki, Bruder, er hat sich im Finale verletzt. Er hat sich im Finale verletzt in Conference League. Und der muss erstmal heil werden. Und danach wird er seinen Medizincheck machen. Weil so kannst du ja keinen Medizincheck machen, wenn er verletzt ist. Danach macht er, sobald er heil ist, ich denke mal in ein, zwei Wochen machen wir den Medizincheck. Und danach wird er safe offiziell gemacht. Ignotto ist jetzt aber richtig gut. Bruder, wie kannst du sagen, dass er richtig gut ist, Bruder? Also, nennt mir mal irgendwelche. Ihr sagt irgendwie Sachen, aber ich sehe keine Begründung dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr mir irgendwelche Begründungen zeigt, dann sind das irgendwelche Clips, Bruder. So, oder was weiß ich. Was hat denn Gnotto gemacht, Bruder? Er hat gestern ein Tap-In gemacht, weißt du? Und im ersten Spiel gegen Deutschland hat er eine Vorlage gemacht, aber das war seine einzige Aktion. Und ja, das Einzige, was ich bei dem sagen würde, ist, der hat eine gute Workrate. Der macht vorne und hinten mit, Bruder. Das sind so die ersten Punkte, die mir auf jeden Fall auffallen, aber du kannst doch nicht direkt sagen, dass er gut ist, Bruder. Ihr benehmt euch voll wie die Mainstream. Einer macht Tor, ey, der ist voll gut. Er macht zwei, drei Spiele kein Tor, ey, der ist nicht gut, Bruder. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen rumlaufen, maybe, Stream, yeah. Soll dich von ihm grüßen. Redosch, benehm dich, Bruder. Benehm dich, mach Köln nicht unsicher, Digga. Digga, Haaland ist das größte Problem. Der Bre ist gefühlt nur verletzt in Premier League, könnte ihm das zum Verhängnis werden. Wir gucken auf jeden Fall, Brudi. Gomombo hätte für Nigeria spielen sollen. Punkt aus Ende. Ja, Bruder, was hast du gegen ihn, yo? Man United hat Interesse an Dumfries, wäre sehr geil für Inter, wenn die... Ja, Bruder. Die generell, viele sind gerade an unser Duo interessiert, ne? De Vrij und Dumfries. Wir könnten für beide, was realistisch wäre, ein Swanny für Dings, De Vrij, was realistisch ist. Und 40 bis 45 Millionen für Dumfries. Realistisch. Chelsea will die beide haben, aber auch Menu. Menu traue ich diesen Transfer mehr zu, weil die wollen Rechtsverteidigerposition auf jeden Fall verstärken, weil Wan-Bissaka, Diogo Dalot sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und wie hieß er nochmal? Maguire und wen haben die da noch in der Innenverteidigung? Varane und so. Okay, Maguire muss man auf jeden Fall ersetzen. De Vrij wird denen auf jeden Fall helfen und Trainer ist ein Holländer, Ten Hag. Der will auf jeden Fall mit diesen Jungs arbeiten und das könnte gut klappen. Aus der Karriere, Inter will Diaby für 134 Millionen. Sehr realistisch. Sehr realistisch. Wie viel Budget hat eigentlich Inter in FIFA 22? Eigentlich muss das ganz wenig sein. Wir haben ja in dieser Saison nur 40 Millionen investiert, ne? Aber komm, let's go. Wo ist Ultimate Cup? Here we go. Here we go, man. Bruder, bevor jeder ihn nur verletzen möchte. Das ist doch kein Grund, Bruder. Generell, schnelle Spieler, man kann die meistens nur so aufhalten, aber Bruder, er ist nicht der Einzige. Es gibt auch einen Messi, der da hops genommen wird, CR7. Oder viele, oder du musst überlegen, italienische Liga, Bruder, das ist generell von dieser Härte, daran kommt keine andere Liga ran. Vor allem mit dieser Defensivstärke, Bruder. Du siehst, jeder ist da am Start, Bruder. Wenn Haaland sich schon in der Bulli verletzt, Bruder, das ist schon ein bisschen albern. You know what I mean? Bei der Erstellung deiner Spielersitzung, Bruder, was für Fehler? Warum Fehler? Ey, was ist denn los? Warum kann ich kein Game machen? Ey Jungs, wisst ihr, warum das nicht geht? Hier ist doch nichts mit Dings. Vertrag oder sowas. Ups, weil ich wollte ja Dings reinballern. Die Milinkovic-Savic.
Ach so, so geht das. Oder Gambombo spielt bei Zürich oder so, ist dunkelhäutig, no racism, Bronzekarte in FIFA. Mhm. Aber da macht es keinen Sinn, wenn man sagt, er ist nur verletzt, das soll man doch zusehen, dass er auch gefoult wird. Aber Bruder, denkst du, nur er wird gefoult, Bruder? Denkst du, er wird nur gefoult? Jeder Spieler wird gefoult, vor allem die Offensivspieler oder Flügelspieler, weißt du, was ich meine? You know what I mean? Denkst du an Lauti Vlahovic aus der Serie A oder keine Ahnung, ein Griezmann oder wer auch immer, jeder wird gefoult, Bruder, weißt du? Wenn er sich schon in der Bulli verletzt, Bruder, du weißt, wie viele Spiele man in der Premier League macht, ne? You know? Vlaho Kadabra. Sehr schön, Sandro. Ey Jungs, habt ihr schon heute irgendwelche Leaks angeschaut, Digga? Was für End of Era SBCs noch kommen? Habt ihr da schon einige gesehen? Habt ihr was über Chiellini gesehen, Digga? Habt ihr eine Karte bekommen? Bruder, du kannst doch nicht spielen. Bruder, soll ich dir was sagen? Du hast mich gar nicht verstanden. Ich bin der Letzte, der was vergleicht. Und ich hab dir auch gar nicht verglichen. Ich hab gesagt, Bruder, wenn er sich schon in der Bundesliga verletzt. Weißt du, wenn er sich schon in der Bundesliga verletzt, Bruder, da ist nicht mal Härte da. Da ist immer die Härte da, die in der Premier League da ist. Ich meine die Anzahl von den Spielen. Weißt du, was für Spiele man in der Premier League macht, also in England, Bruder? Wenn er sich jetzt schon dort verletzt, du weißt schon, ne, wie die dort sind. You know what I mean? So, ich brauche die gar nicht zu vergleichen, aber ich glaube, du verstehst gar nicht. Du hast einen Tunnelblick, wie beleidigen angeblich Haaland, Bruder. Und du denkst da gar nicht so objektiv nach, Digga. So ist ja schön, dass du ihn verteidigst, Bruder. Kannst du ja machen, Bruder. Aber du denkst da null objektiv dran, Bruder. Deswegen, was für Dings? Verglichen, Bruder. Wir haben da gar nichts verglichen. Oh, Bruder. Walaikum Salam, wie geht's dir, Edinho? Chiellini kommt nicht? Das ist natürlich albern. Aber egal, Digga. Dann habe ich seine Foot Captains Karte. Ist ja auch von Ding her Tots-Niveau. Aber dann wird sich nicht verletzen. Vertraut einfach. Bruder, das kannst du nicht wissen, Bruder. Ui. Er verletzt sich in der Bundesliga, Bruder. In der Premier League sind die auf jeden Fall deutlich härter. Viel mehr Spiele. Und das ist viel intensiver, die Games. Der wird sich da safe irgendwann noch verletzen oder so. Aber kommt drauf an, ne, wie Pep ihn noch benutzen wird. Ich habe Pizzen gegessen, Kusti. Ohne mich, Digga, echt sie, Bruder. Ohne mich, Digga. Alles easy, Bruder. Alles easy. Jungs, ihr wisst ja, wenn ihr Perma geben müsst. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt Permaban gibt, ne? Oh no. Oh no. Mbappé Rino. Bruder, weißt du, RC, Bruder? Du mit deinen Kängurus, Bruder. Ich feier das, Digga. Einfach so. Kängurus, Bruder. Ich geh jetzt Apex hocken, komme dann wieder. Alles easy, Bruder. Aber sei nett zu deinen Gegnern, ne? Sei nett zu denen. Und Bruder, du weißt, nun jetzt ist das Schlechteste. Nun jetzt wollte nicht zu Liverpool, ne? Da wollte eigentlich so Dings, Bruder, zu Inter. Aber da dachte ich so, komm, Digga, Liverpool miskin, Digga, you never walk alone, wir gehen mal dahin. La. Bruder, vielleicht gehe ich früher schlafen, bin übelst müde. Geh auf jeden Fall, Bruder. Wenn du müde bist, geh auf jeden Fall, ne? Ich werde euch nicht zwingen. Und ihr sollt euch auch selber nicht zwingen. Wenn du müde bist, geh dann auf jeden Fall jetzt, mein Süßer. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Wie spät ist es eigentlich? 2 Uhr? 20? Ich glaube, ich bleibe auch nur höchstens eine Stunde oder eineinhalb. Wenn du müde bist, geh auf jeden Fall, mein Süßer.
Und ich habe auf YouTube gesehen, ein Typ hat 100k Kalorien gegessen in 4 Tagen. Er hat 15k zugenommen, nur ein Video. Oha, Bruder. Oha, man. Und warum wollte er so viel zunehmen, Digga? Ich habe mich umgestellt. Yes. Broso, schade, Mann. Ich habe eh Chat offen, aber spiele ihn nebenbei. Alles easy, Bruder. Alles easy. Edinho, Digi, was machen Sie eigentlich? Hä? Was machst du? Du hast mein Foto gesehen, ne? Mit dem. Ja, Bruder, ich habe gesehen, Digga. Du bist unterwegs. Du bist Straße, Digga. Aber das Unnötige mit Nunez Hype und so, wegen was? Das eine Tor. Bruder, was für Dings? Overhype, Bruder. Er und. Also, ich overhype den auf jeden Fall nicht, Digga. Der ist für mich genau wie Haaland, Digga. Hat bei einer kleineren Liga gespielt, hat in der Champions League ein bisschen rasiert. Weißt du, was ich meine? Und ja, Digga, jetzt sind die beide auf jeden Fall bei einem Top-Team, Digga. Und da können die beide sich mal beweisen, Digga. Aber ich sag dir ehrlich, Digga. Nun, jetzt ist mir wahrscheinlich, der ist mir jetzt schon ein bisschen sympathischer, Digga. So von seiner Art und Weise, Digga. Von seiner Art und Weise, Digga. Der scheint mir auf jeden Fall ein sauberer Junge zu sein, Digga. Macht hier nicht auf Film, Digga. Weißt du? Aber keiner von den beiden hat sich für mich noch bewiesen, Digga. Das gleiche auch mit Dings, Digga. Wenn jemand sagt, oh, Mokuku oder Musiala oder wer auch immer, entspannt euch alle. Entspannt euch alle. Und? Ui, Memo. Hat der Brei diese Saison eigentlich viele Spiele gemacht? Ich habe den gar nicht gesehen. Eigentlich schon, Bruder. Der hat einige Spiele gehabt. So, der hat doch ein, zwei Spiele gehabt, wo er nicht gut performt hat, aber. Salam, Mosi, alles gut, Bre. Walaikum, Salam, Kakashi, Alhamdulillah. Wie geht's dir, alles klar? Ich köpfe Flaschen täglich und wir benehmen uns wie Affen im Affenkäfig. Oh, Kostigi. Das ist eine Challenge auf YouTube mit 100 Kalorien, mit Kalorien-Challenge, okay. Es gibt Leute, die haben einen 1000 Kalorien in einem Video verdrückt. Oha. Also eigentlich 1000 Kalorien, also wenn ihr 1000 Kalorien meint, Digga, das geht easy. Ich kenne so einen Kuchen, das ist so ein Fitness-Cake, Digga. Der kostet 1,50 oder 2 Euro maximal, je nachdem wie viel er jetzt kostet. Der hat irgendwie 400 bis 500 Kalorien. So groß wie so eine Kreditkarte, Digga. Auch schon ein bisschen dick. Hast du easy direkt schon so 500, 400 Kalorien. Wenn du zwei davon isst, Digga, hast du 1000 Kalorien. Also ich wette mit dir um, dass Haaland bessere Saison spielt als nun jetzt. So, alles, Bruder. Wetten machen wir nicht, Bruder. Aber Bruder, ist doch egal, wer besser spielt, Digga. Ist doch egal, wer besser spielt. Mich juckt nicht, wer da besser spielt, Bruder. Mich juckt das null, Bruder. Soll er Rekorde knacken, Bruder? Soll er Premier League gewinnen? Torschützenkönig werden? Was juckt mich die Premier League, Bruder? Mich juckt nur mein Verein Inter, Bruder. Alles andere ist mir völlig egal, also völlig Wurst, Bruder. Ob Haaland da jetzt, keine Ahnung, so irgendwas Rekorde knackt, juckt mich null. Und das gleiche auch bei Nunez, Bruder. Weißt du? Mein Demiral-Trikot wurde heute versandt. Geil, Digga. Alter, wenn du mir kein Bild sendest, ne, Digga? Dann bin ich sauer auf dich, ne? Ich spiele jetzt Juan Mata für I Can Pick. Aha. Alhamdulillah, Bro. So muss es sein, Digga. City spielt anders als Liverpool. Jeder hat seine Rolle, deswegen einfach abwarten. Genau, das ist das Ding. Das ist das Ding, Bruder. So. Stell dich mal vor, Digga, jetzt Pep passt seinen Stil full auf Haaland an. Einfach den Ball zu ihm spielen, macht die Dinger rein. Und bei Nunez ist die Aufgabe, der soll sich auch nach hinten fallen lassen, Bruder. Dann ist ja klar, Digga, dass Dings mehr Scorer haben wird. Zum Beispiel ein Lauti. Oder bei uns die Stürmer, also bei Inter. Die machen auch defensive Arbeit mit. Ist ja klar, Digga, dass die am Ende vielleicht nicht so viele Tore haben werden, aber die haben eine Aufgabe. Ihr habt, wie gesagt, Digga, viele von euch haben Tunnelblick, Digga. Ihr müsst ein bisschen versuchen, Fußball auch zu verstehen, Digi. Ja, Digga, ich bin null konzentriert, Digga. Ey, Kani Boy, Digga, du weißt, ne? Wenn du möchtest, können wir ein bisschen Dings spielen, Digga. Ein bisschen Rivals.
Leute, echt nicht böse gemeint, es nervt Haaland und Nunez sind beide gut. Die können wir jetzt Thema zumachen, danke. Oder wir müssen nicht, wir können auch gerne darüber reden. Diskutieren ist gut. Aber es ist nicht gut, wenn man sagt, oder es ist nicht cool, wenn jemand versucht, so auf Krampf der Gewinner zu sein. Das ist natürlich nicht cool, aber meistens diskutieren wir hier auf jeden Fall sauber. Warum nicht, Digga? Lieber ein bisschen diskutieren, ein bisschen reden, Digga. Bevor wir so still sind, oder nicht? Oder ich spiele ja null konzentriert. Also denkst du nun, jetzt wird Stamm spielen? Ich denke nicht, weil Firmino... Firmino spielen, weil nun jetzt vielleicht Bank wäre ab und zu. Bruder, ich weiß nicht. Also, soweit ich weiß, ist Firmino gar nicht Stamm, Bruder. Also, die letzten Spiele, wenn ich da was von Liverpool abgecheckt habe, er wurde meistens eingewechselt und das auch natürlich im Finale hat er nicht mal gestartet, Bruder. Und die sind ja nicht dumm, dass die einen für... Wie viel haben die jetzt für den Bre bezahlt? 80, 90, 100? Wie viel haben die für nun jetzt bezahlt? Die holen jetzt nicht so einen Spieler und werden die nur auf der Bank setzen, weißt du? Wie gesagt, kann sein, dass er die ersten Spiele vielleicht von der Bank aus startet, Bruder. Aber, Bruder, ich bin nicht Dings Kloppo, weißt du? Robby auf TikTok gesehen, Walker, Torwart, keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Oder wir gucken auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, lass uns mal auf Twitter gehen, Digga. Da gucken wir mal, was für neue Sachen am Start sind. $80 Millionen und 20 Boni. Bruder, euch geht's richtig gut, ne, Digga? Mach mal ein bisschen Zakat zu uns, Bruder. Gib mal ein bisschen ab, Digga. Ups, keine Angst. Euch geht's ja richtig gut. Haaland wird auch nur Bankwärmer, weil City ohne Stürmer spielt und Haaland nicht ins Spielsystem von City passt. Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, die werden da schon irgendwas machen. Shapeshifter is coming soon. Okay, Jungs, ein deutscher Bruder ist der Objective. Die Karte sieht gut aus. Das Trikot passt zu der Karte. Der Logo passt dazu. Felipe Anderson kommt als rechter Flügel. Boah, was soll ich mit dem, Digga? Was soll ich mit dem? Okay, der kommt als SBC. Warum ist er so orange und der Bre war grün? Der Gerhard. Hey Gerhard, komm mal her. Hey Gerhard, reich mal den Hammer rüber. Was gibt's hier noch? Okay. Redmayne, Bruder. Wer bist du, Bruder? Was sollen wir mit der? Carrasco ZOM, okay. Oha, Bruder. Marcelo, Aguero, Ribéry, Ibra und Pogba bekommen keine End of Era. Marcelo hätte sich so eine Karte verdient. Aguero und Dinge auch. Ribéry muss jetzt nicht sein. Ibra muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Pogba kann man machen. Aber Chiellini hätte sich auch verdient. Ich check nicht, warum der nicht dabei ist. Also deine Logik macht keinen Sinn, nichts gegen dich, aber Bruder City würde nicht 300 Millionen für einen Bankwärmer bezahlen. Ah Bruder, deine Logik ist doch auch dann auch dumm, Bruder, also macht auch keinen Sinn, weil die bezahlen doch auch nicht, also Liverpool 80 Millionen plus Boni und setzen den nicht ein. Weißt du, die haben doch eh 60 Millionen bezahlt, oder nicht? Die haben doch 60 Millionen am BVB bezahlt. You know what I mean? Im Endeffekt, wie gesagt, Bruder, wir müssen auf jeden Fall gucken, was da passiert. Food Donk, man, Food Donk. Donkey Konki. Ja, okay, nichts Besonderes hier. Wir gehen mal wieder in FIFA rein. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ne? Falls ihr nur auf dem Kanal seid, dann sogar ein Aborino da lassen. Dann geht's ab, Digga. Denke, dass Aves recht hat und denke, Haaland wird spielen, aber bei Pep weiß man nie. Oder wir müssen, guck mal, wir müssen auf jeden Fall gucken, Digga. Im Endeffekt, die Trainer haben auf jeden Fall deren Pläne, Bruder. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was da abgeht, Digga, und was sie da machen werden. Und ihr müsst euch überlegen, ne? So eine Saison ist nicht nur so ein paar Spiele, da kommen auch Champions League. Bei Premier League gibt es ja auch diese FA Cup, Carabao Cup, Jumbo, Bimbo, Bimbo Cup oder was auch immer, Bruder. Da gibt es verschiedene Cups, Digga, die müssen auf jeden Fall alles planen, ne? Kann sein, dass der eine, vor allem jetzt diese Saison, welche eh ein bisschen
Katastrophe sein, weil die Braves spielen auf jeden Fall Nations League, wo man eigentlich normalerweise Pause hätte. Die Aufwärmphase, also die Vorbereitungsphase, wird schon nächsten Monat bei den meisten Teams anfangen, also schon Anfang des Monats. Die Saisons fangen meistens so ab September, Oktober, je nachdem welche Liga an. Die fangen schon in den meisten Top-Ligen im Mitte August schon an. Und dann WM im Winter. Das wird auf jeden Fall krass sein. Und Premier League, die Spieler werden, die sind ja meistens eh kaputt, Digga. Allein schon letztes Jahr, das mit Afrika Cup, Digga. Die Spieler hatten einfach Afrika Cup mitten in der Saison. Müssen auf jeden Fall gucken, wie das mit der WM sein wird, ne? Deswegen, Jungs, denkt auf jeden Fall alle ein bisschen logisch nach. Bei Inter würde safe eher Dzeko als Haaland spielen. Bruder, das kann ehrlich sogar sein, Bruder. Das kann ehrlich sein, weil wie gesagt, Digga, bei Inter, wir brauchen Arbeiter. Wir brauchen Arbeiter. Ich glaube, Liverpool wird sich bei Nunez sich was gedacht haben und Nunez wird Stamm spielen, wenn er stark spielt. Bruder, das ist natürlich bei jedem, Bruder. Man macht ja keinen Transfer und denkt sich, ja, okay, dann gucken wir mal. Bei jedem Transfer, Bruder, weißt du? Man holt ja nicht irgendein Spieler einfach so. Sei es jetzt ein Dzeko bei Inter oder welche Transfers auch immer. Also wie ist es in der Liga zu spielen, aber man muss für für WM. Bruder, du musst überlegen, die Liga wird ja pausiert. Die Liga wird ja pausiert. Dann wird erstmal jeder WM spielen, wo normalerweise die Winterpause wäre, weißt du? Und wo die Winterpause ist, wird eigentlich die Dings sein. Die WM und danach geht's weiter, Bruder. Mal gucken, ob die vielleicht im Januar oder Februar deren Pause bekommen, aber. Der Spielplan wird auf jeden Fall sehr eng sein im nächsten Monat. Squad Building Challenge. Squad Building Challenge. Achso, was mache ich hier, Digga? Ich gehe mein Squad, ich meine in Division Rivals rein. Genau, Jungs, ich habe doch einige Sachen ein bisschen ausprobiert, Digga. Ich habe heute die 4-2-2-2 ausprobiert, Digga. Ja. War mal so, Digga. Ich hoffe, dass ich da so eine Lösung finde. Eigentlich feiere ich, wenn mein ZOM direkt hinter den Stürmern ist, zentral, Digga. Aber jetzt probiere ich ab und zu mal diese Formation, starte damit oder wenn ich in der Führung bin, spiele ich damit. Vlahovic und Martinez Doppelsturm, Insigne auf dem linken ZOM, die Ball auf den rechten ZOM. Natürlich damit er mit dem linken seine Finesse oder mit dem rechten einfach den Außenriss aushauen kann. Das ist gleich auch bei Insigne mit dem rechten den Finesse und mit dem linken halt seinen Dings. Außenriss, das sind die defensiven Männer in Verteidigung. Let's see, man. Allen Spiel, warte, Haalands Vater als Hero in FIFA wäre geil. Wäre geil, aber gibt es auf jeden Fall andere Spiele, die sich das auf jeden Fall verdienen, ne? Aber Stürmers Uruguay sind heiß begehrt wegen so Leuten wie Luis Suarez Cavani. Aber genau, Bruder, das ist das Ding. Ich feiere halt auch diese südamerikanische Stürmer. Ihr kennt mittlerweile auch safe diesen Namen. Satriano, den habe ich so oft auch in meinem Stream genannt. Der ist auch so ein ähnlicher Spielertyp wie Nunez. Auch von Inter, Jugend, also aus Uruguay. Ein Mix aus Cavani und Luis Suarez. Leider bekommt er nie die Chance bei uns zu spielen, sondern wir verleihen ihn. Das ist halt der italienische Fußball, aber ja, Digga. Das wird auf jeden Fall die Zukunft von Uruguay sein, hoffentlich. Und oh shit, da mach ich ja direkt ernst. Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Sehr schön. 4-4-2 aber auch stark. Bruder, ich bin null der Fan von 4-4-2, Digga. Also fühle ich einfach null. Diese Formation fühle ich auch null, aber ich versuch mal auf jeden Fall einige Sachen zu machen. Vlahovic. Schade. Leider habe ich jetzt keinen Dings mehr, ne? Ja, Jungs, achtet mal auf Insigne. Ja. Nein. Sehr schön, Chiellini. Nicht gut, Chiellini, was du gemacht hast. Aber ich spiele ja gerade enge Raute. Ich mache auf die 4-2-2 jetzt umstellen. Dreierkette, Bruder, das ist sowieso Liebe.
Damit werde ich sowieso spielen. Enge Raute und Dings wird auf jeden Fall am Start sein. Aber man kann auf jeden Fall eine. Aber ich probiere auf jeden Fall aus, Digga. Brozovic. Ansaldi. Ja, Bruder, nimm ihn durch. Jungs, wie weit seid ihr eigentlich in Rivals, Digga? Seid ihr schon in DV1? Seid ihr Elite? Was geht bei euch an? Wo chillt ihr gerade? Von Dinge ohne Scheiß, 4-4-2 ist auf jeden Fall eine sehr unangenehme Formation. Also dagegen zu spielen. Also natürlich ist es wichtig, dass der Gegner auch spielen kann, aber meistens sehr unangenehm. Captain Chiellini denkt sich auch, Digga, nee, Bruder. Aber darf ich nicht fangen, ich muss ihn wegköpfen, Digga. Divi 2, ein Sieg, aha. Wir nehmen noch Divi 3, mhm. Was ist euer Ziel, Digga? Wollt ihr überhaupt noch ein bisschen Rivals spielen? Also wollt ihr noch aufsteigen oder sagt ihr, nee, Digga, jetzt noch mal in der Woche auf entspannt Dings. Wie hieß das immer? WL Objective und solche Dinge, aber keine Rivals mehr. Wie sieht's bei euch aus? Ja. Ne, warte mal. Boah, den hat ihm einfach reingeballert. Rivals lohnt nicht mehr, sag ich dir ehrlich. Was heißt nicht mehr lohnen, Bruder? Theoretisch lohnt sich das, Bruder. Wenn du die Dings mitnimmst, Digi. Die ganzen Packs, Digga. Und damit einige SPCs und so machen kannst. Und Digga, lohnt sich, Digga. Also halt, wenn du oben bist, ne? Nein, Bruder, was passiert da? Oh, shit. Sehr schön, Koulibaly. Will nur Division 4? Okay. Bruder, mach ernst, dann schaffst du das safe. La Jolla mit dem Ball zu Lauti. Oh shit, man. Oh no. Oh no. Digga, irgendwie, ich merke, die Pässe sind so Katastrophe, ne? Nicht cool, Digga. Ich werde bald Dings, Digga. Fortnite-YouTuber. Ich werde bald Fortnite-YouTuber. Dann geht's ab, Digga. Insigne. Oh no, Bro. Aber geile Arbeit, Digga. Schöner Pass, gutes Tor, Digga. So muss das sein, Digga. Guck mal, Bruder, wie glitscht er sich da durch, Bruder? Wie glitscht er sich da durch? Katastrophe. Doppelpass. Lautaro. Ja, mein bester Name. Na, ein Gegner spielt Milito als Stürmer. Serie-A-Karte, oha, Bruder. Unterschätzt ihn auf jeden Fall nicht, Bruder. Man weiß nie, Digga. Ab und zu diese Dullis, Digga. Am Ende rasieren die, Bruder. Aber Ehrenmann, Bruder. Wenn du Fortnite-YouTuber wirst, werde ich Schalke-Fan. Nein, Digga. Ich bin Moselini. Und ich bleib Moselini. Ich bin kein FIFA-YouTuber. Ich bin kein Dingsterbums. Ich bin Moselini. Habibi. Nein. Was ist denn los? Ich bin müde, Digga. Und hungrig, Digga. Vielleicht wende ich sogar einfach gleich den Stream, Digga. Und gehe pennen, Digga. Damit dieser Hunger mich nicht so krass einholt, Digga.
Das wäre nicht cool. Bulibali. Abo. Nee, Digga, ich spiel Apex, Digga. Im Midoline, Digga. Aber ey, Yannick, weißt du, was ich gesehen hab, Digga? Du bist auf jeden Fall fleißig am CR-Spielen, ne? Du bist auf jeden Fall fleißig am CR-Spielen, Digga. Ich hab heute gesehen, Digga. Du hast einige Pokale, glaube ich, gehabt und warst gut hinter mir, Digga. Was ist denn los? Würdest du in Argentinien oder Mexiko leben wollen? Boah, Bruder. Interessante Frage, Bruder. Ich glaube eigentlich, natürlich jedes Land hat so seine Plus und Minus, Digga. Mexiko ist halt so mehr dieses Dings, ne? So, da gehen halt Leute mehr auch so viel Urlaub und so, Digga. Aber da gibt's halt auch so Ecken, Digga. Da würde sich der ein oder andere auch nicht so sich wohlfühlen, ne, denk ich mal. Aber ich glaube, Bruder, maybe Mexiko, Bruder. Ich glaube Mexiko, Bruder. Oder Gameplay so scheiße heute. Bruder, es ist schon echt komisch, Digga. Bruder, wäre geil, ne? So ein geiler Burger oder irgendein Pizza. Würde jetzt schon ziehen, Digga. Aber komm, Digga. Ich habe gerade sehr viel Hunger, aber wir machen mal ein bisschen ernst, Digga. Wir lassen uns... Oh, shit. Bruder, ich will doch ernst machen, Digga. Aber dann verkacken wir direkt mit dem Pass. Schöne Grätsche. Na. Digga, Thunfisch, Digga. Ich würde eigentlich, Digga, eine Pizza Donner wäre so geil, ne? So mit bisschen. So mit rote Zwiebeln, Digga. Extra so, übertreib mit den Zwiebeln. Das ist so eine geile Kombo, ne? Thunfisch und die rote Zwiebel, ne? Boah. Bruder, er nimmt einfach den Ball nicht an. Umsonst so gute Dribbling-Werte, Digga. Umsonst so gute Ballkontrolle, Digga. Er nimmt den nicht an. Sandro, Habibi. Also deine PS4 an einem PC-Bildschirm? Genau, Bruder. Ich habe das auf jeden Fall an einem PC-Bildschirm. Ich habe früher auf einem Fernseher noch gespielt, also FIFA 20. Aber seit ich dann auf den mit YouTube zu streamen und so alles angefangen habe, dann dachte ich mir, komm, Digga. So, machen wir mal diese Schiene, Digga. So mit Monitor und so. Wie spielt ihr, Digga? Nein, Bruder, was war das? Hab ich ja gesagt, Mose, ich werde schwitzen. Wie? Was meinst du, mein Süßer? Achso, ja. Du meinst ja mit Dings Clash Royale. Ja, Bruder, ich schwitze auf jeden Fall. Wie gesagt, wir gucken mal am Sonntag, wer die meisten Pokale hat, Digga. Ich bin gespannt, Digga. Wenn ich Zeit habe, gehe ich da auf jeden Fall rein, Digga. Wird auf jeden Fall Lachkick, Digga. Am Sonntag vergleichen wir, Digga. Am Sonntag vergleichen wir. Okay, also PS4 Sound oder auch... Bruder, das Ding ist... oder wie meinst du mit Sound? Wie meinst du mit Sound? Das habe ich nicht gecheckt, Bruder. Was meinst du damit? Baller ihn rein, Bruder. Kurz. Guck mal, ich hab Kuss gesagt und jetzt meine ich kurz, ne? Kurz, ernst gemacht, bisschen Concentration und dann geht's auch los. Würde ich das nur die ganzen Games machen, auch im Stream, dann wäre das Bett. Das wäre richtig geil. Ey Jungs, den Sieg nehme ich mit, Digga. Den Sieg, also was heißt Sieg? Hier gehe ich jetzt mal all in, Digga. Einfach mal ein Spiel laufen gegen den Gegner. Boah, wichtig. Mosi in Salzburg, bei uns gibt es einen Pizzamann. Sein Laden heißt Luigi's. Und das ist der beste von Salzburg. Der ist außerhalb von der Stadt, aber nur 15 Minuten. Mhm.
Warst du da schon mal essen? Also, wenn ich hier meine PS4 anschließe, dann muss ich ständig Kopfhörer haben, damit ich den Game-Sound habe. Sonst geht es nicht. Wie machst du das? Ach so, Bruder, das Ding ist, meine Monitoren, wie soll ich erklären? Ich habe da Dings dran. Also, ich habe hier so zwei Boxen, Bruder, von Logitech. Logitech habe ich da halt solche... zwei Boxen, Bruder, und so eine kleine Subwoofer. Den hatte ich, keine Ahnung, schon seit sehr vielen Jahren, seit 2010, 12 oder so, oder keine Ahnung, seit wann ich den habe. Den habe ich halt in meinen Dings angeschlossen. Und wenn ich mal mit Sound spielen will, dann mache ich die halt an. Aber zum Beispiel jetzt spiele ich ja ohne Sound, also generell im Stream, weißt du? Also wenn ich Sound will, dann schließe ich den an. Also was heißt schließe ich an? Mache ich halt den Logitech-Dings an und dann geht's ab, Digga. Dann geht's ab. Oder halt Kopfhörer, ne? Also dann mache ich halt Kopfhörer an Dings ran, in den Controller und dann habe ich halt auch Sound. Und wenn ich zum Beispiel jetzt für Stream Sound haben möchte, dann für den Gaming Sound, dafür gibt's Dings, wie hieß das nochmal? Elgato, oh Bro, fast ein Eigentor. Da gibt's Elgato Chat Link Kabel, das schließt du halt auch so, da musst du halt wieder ein bisschen so Salatkabel machen. Da schließt du das eine an dein Dings an, Elgato, das eine dann an dein Dings, Controller und das eine an Playsee und dann hast du den Game Sound bzw. Party Sound auch, weißt du? Ich war mal dort und seine Pizzatonne, das war die beste Pizza, die ich gegessen habe. Geil, Digga. Inszeniert so ein geiler, süßer Zwerg, ja, Mann. Weil du hast ja keine Kopfhörer an. Ja, ja, Bruder, also ich spiele jetzt ohne Sound, ich höre nichts und ich will auch nichts hören, das würde mich voll ablenken, weißt du? Aber wenn ich Sound haben will oder wenn ich so offline spiele, also alleine so unter mich oder so, oder wenn ich mit Kollegen spiele, dann ziehe ich halt Headset und so an, weißt du? Aber bei FIFA, Bruder, ich habe da keinen Bock, Digga, so Headset anzuziehen, weil das behindert mich auf jeden Fall. Also das ist für mich wie so ein kleiner Handicap, weißt du? Also allein schon so hier im Stream zu spielen und, wie soll ich sagen, den Chat zu lesen, dabei zu spielen, das ist schon so ein Handicap, weißt du? Wenn ich dann noch Headset anziehe, das ist... Katastrophe für mich. Logitech. Ille Babaji, genau, Bruder. Logitech. Achso, danke, weil die ganze Zeit Kopfhörer dran geht. Ja, Bruder, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Bruder. Das ist schon nervig, Bruder. Also, wie gesagt, Digga, so. Wenn ich so mit Kollegen spiele, dann mache ich auch meistens auch, dann ziehe ich halt Dings an. Kopfhörer, das ist halt dann nicht so schlimm. Nein, Bruder. Nein, was war das? Aber ja. Oh no. Logitech. Aber wenn du Sound haben willst, Bruder, je nachdem, was für Games du spielst, Bruder, so, da könntest du dir auch sowas holen, Bruder. Da gibt's auch safe einige Dinge auf Amazon, Bruder. Und ich glaube, da gibt es so eine Box, ich weiß nicht, ob das gut ist, auch von Amazon Basic. Kannst du auch probieren, so. Vielleicht zu holen, ob dir der Sound gefällt. Für einige Games, wo du jetzt nicht unbedingt Headset brauchst, kannst du auch theoretisch machen. Also bei FIFA brauchst du jetzt kein Headset, weißt du? Oder was weiß ich, so Tekken und solche Games. Aber jetzt Games, wo du auch die Steps hören musst und so Baller-Games und so. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall Headset und so anziehen, weißt du? Schade, Digga. Leider verloren. Na. Kratos. Kratos. Weil ich check mal ganz kurz Dings ab, den guten alten Fabrizio Romano, ob der noch was hochgeladen hat. Erstmal alle Stories wieder durchgehen, Digga, von hinten, Digga. Okay, hier sehe ich gerade was von Inter. Inter Breach and Agreement. Okay, das wissen wir ja schon eh Bescheid. Was gibt's noch? Romelu Lukaku Deal. Direct. Ja, das weiß ich auch schon. Bin sogar aktueller auf den aktuelleren Stand als Fabrizio Romano.
That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ey, diese Dullis, ne? Inter hat sogar, also das habe ich jetzt erst gesehen. Inter hat sogar ein Angebot gemacht. 5 Millionen Leihgebühren für Lukaku, Digga. Chelsea lehnt ab. Auf süß, Bruder. Hier, nimm mal deine 5 Millionen und nerv uns nicht. Wer ist Fabrizio Romano? Kennst du den nicht mehr besser? Fabrizio Romano ist Dings, Bruder. Ein Sportjournalist und ein Experte im Bereich von Dings, Bruder. Ein Experte im Bereich von Dings, wie soll ich sagen? Transfers und so. Servus, kannst du mein Team bewerten? Bruder, du kannst mir dein Team auf Dings schicken, auf Insta. Und ich kann mir das nach dem Stream mal anschauen. Weißt du? Mach Ausrufezeichen Insta, dann guck ich mir das nach dem Stream an. Lugitic Ile Babiji. Warte, ich glaube, wie spät es ist? 23 Uhr Dings. Ja, ich glaube, ich mache zwei Food Champions Games bis 23 Uhr. Kurz qualifizieren und dann gehe ich pennen, Jungs. Dann gehe ich auf jeden Fall pennen. Ich pack da mal wieder Dings rein. Den guten alten Milinkovic-Savic. Wollen wir ein Koop-Match machen? Nein, Bruder. Im Stream spiele ich mit Ken zusammen, Bruder. Okay, Jungs, here we go, man. Here we go. Da bin ich gerade maximal verwirrt, habe einen TikTok gesehen, da waren zwei Jungs, also safe so 20 Deutsche mit Ronaldo Junior alleine Party am Feiern. I don't know. Ich kann mal schlafen, bin morgen wieder da wahrscheinlich. Okay, Bruder RC, wir sehen uns dann morgen, Brudi. Schlaf gut, danke für deinen Support. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen, mein Bester. Hau rein. Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? Falls ihr noch auf dem Kanal seid, dann auf jeden Fall Liebe da lassen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Für weitere Streams. Und wenn ihr korrekt seid, dann sogar ein Like da lassen. Okay, Jungs, die letzten zwei Games, dann gehen wir auf jeden Fall pennen. Dann gehen wir auf jeden Fall pennen. Ja, Digga, wenn du dann hier am Start bist, Bruder, sehr schöne Bilder, die du mir geschickt hast, Bruder. Sehr schöne Bilder. Here we go, man. Komm, Digga. Jetzt konzentrieren wir uns, Digga. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Gameplay, Digga. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Gameplay. Nichts immer reden, reden. Im Endeffekt ist es ein Viva-Stream und da machen wir Liebe. Da machen wir ein bisschen Gameplay. Ich rasiere gerade in Rivals. Mach das, Bruder. Sehr gut, Bruder. Das ist wichtig. Und dazu schon. Ja, ja, Bruder. Die 8 Siege habe ich schon längst, aber ich muss halt. Eigentlich müsste ich weiterspielen. Die Rewards, aber. Ich nehme dafür irgendwann. Ich mache das einfach irgendwann demnächst. Oh shit. Bruder, guck mal, was das die Beste. Ronaldo Piotr richtig gut bei mir. Nice, Diggi. Schmelz ist viel besser als dieser Sambrotta. Sambrotta. Aber Dings hat halt auch aktuellere Werte, ne? Der Schmelzi. Ey, Jungs, spielt eigentlich Valorant, Digga? Beziehungsweise warum? Das wird voll gehypt, ne? Oder was heißt gehypt? Und viele spielen das, ne? Feiert ihr das? Okay, Lautaro, lauf! Lauf, Lauti, lauf! Boom! Ja! Okay, der hat ihn gehalten, aber nimmt ihn noch mit, Digga? Kein Foul. Haben wir umgestellt? Yes. Ja, Bruder, kein Pass. Bruder, ich dachte, der hat zwei Mbappés drin, Bruder.
Er hatte gerade zwei Mbappés drin. Das ist einmal. Zwei Mbappés drin? Oder hat er zwei Mbappés drin? Jetzt auf Ernst? Okay, nee, nee, Kimpembe, Bruder. Kimpembe und Mbappé, Bruder. Digga, ich dachte schon, die sahen so leicht ähnlich von oben aus und der Name, so ist ein Augenwinkel. Das sah schon sehr komisch aus, Digga. Dybala, lange Eck. Lauti, mach ihn rein, Kuss, Digga. Solo gegen Trios, Sieg geholt, stark, Digga. Ja, ich spiele Uelo. Wie ist das, Digga? Also voll viele spielen das, ne? Also ich verstehe schon so diese Dings, 5 gegen 5 oder so, aber ich check nicht diese, die machen da so irgendwelche Kugeln da rein oder irgend so eine Tornado, Bruder. Auf einmal auf dem Boden ist irgendwie so ein Schleim oder so. Keine Ahnung, Helden und was weiß ich, was ist das? Was ist das, ja? Und? Vlaho Kadabra. Lustigi. Okay, Rasul hat verlassen, Digga. Ciao, ciao. Er hat eingesehen, er hat keine Chance. Dann geht man natürlich auch raus, ne? Lustig. Ja, Digga, wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Concentration machen. Okay, noch ein Game. Noch ein Game. Einfach krass, ne Jungs. Heute der Player-Pick, Digga. Der 94 plus Tots Player-Pick, Digga. Wir haben Vlahovic und Berardi drin gehabt. Und Tavernier, Digga. Jungs, guckt euch mal seine Red Picks an, Digga. 97er Mbappé, Tonali, Modric. Cranky Scheiße, yo. Na komm, wir machen mal weiter. Ein bisschen Konzentration, ne? Dann geht's ab. Komm. Brozo. Oh no. Bro, was war One-Shoot, aber so stark von mir gespielt auf Türen und so weiter? Oder das sagt mir zwar nichts, aber... Gustigi. Ich bin stolz auf dich, Gustigi. Digga, Midolein, spiel mal Fortnite, Bruder. Spiel mal Fortnite, Digga, oder generell. Wir müssen mal als Community wieder mal Fortnite spielen, Digga. So Squad oder so, wer Lachkick, Digga. Das wäre mal lustig. Ey Jungs, nach Shapeshifter, safe. Wenn wir auch, oh Bruder, was macht der FIFA da, Bruder? Der geht einfach nicht zum Ball. Nach Shapeshifter, ne? Werden wir auf jeden Fall andere Games auch anfangen zu spielen. Also wenn Shapeshifter Event vorbei ist, okay? Ich habe immer noch nicht die neue Season in Fortnite gespielt. Beziehungsweise, wir müssen auch ein bisschen wieder Roller Champions und so spielen, dann geht's ab, Digga. Komm. Vlaho Kadabra. Ich bin nur Apex und COD bei Shooter Games, mhm. Hast du eigentlich nur Roller Champions ein bisschen gespielt, oder? Oder hast du das überhaupt schon mal einmal gespielt? Oh shit. Gefährlich. Roller Champions, oh no. Oh no. Mignon, ja, Bruder, nimm dich Hand, Bruder. Nimm dich Hand, Bruder, schieß ihn weg. Einmal, aha. Milinkovic. Ja, da können wir seinen Vornamen nicht sagen, Digga. Am Ende versteht der YouTube was ganz Falsches, Digga. Geleni. Brozo. Okay. Vlahovic. Schade. Wow, so ein sehr guter
Oder Warzone, sehr gute Spieler. Nur die Leute, die sich die ganze Zeit verstecken machen, das Spaß weg. Mhm. Ja, Bruder. Sowas gibt's halt in jedem Game, ne? So Sachen, die ein bisschen eklig sind oder was die Spieler da machen. Aber im Endeffekt, Digga, wenn man ehrlich ist, das ist ja eigentlich nicht verboten, oder? So campen und sowas. Eigentlich. Ich mach das selber auch nicht, Digga. Also wenn ich so Fortnite oder so gespielt habe, so in Gebüsch oder so rein, aber vom Ding her ist es ja nicht verboten. Genau wie bei FIFA, so Zeitspiel oder so. Aber es halt, ist es halt eklig, ne? Boah, die Balli. Nein, Bruder, warum kommt der Ball nicht zu mir? Bruder, was ist das? Ist aber sehr... Nein, Bruder. Ist halt sehr Dings, Bruder. Ekelhaft, yo. Das ist ein P-U-S-S... Ah. Das ist richtiger Pusser, ne? Pusser. Buzzi. Das ist ein richtiger Buzzi. Richtig Buzzis. Mein Gegner hat so viele Lucky Tour, aber wie immer scheiß FIFA. Ey, beleidige nicht, ja, FIFA. Der Gegner hat dich outplayed, du. Der hat dich outplayed, du. Immer auf diese Leute, die auf FIFA aufgehen, ne? Hört mal auf damit. Ja, guck mal, FIFA. Drecksgame. Was im FIFA-Tor? La 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 la. Don Paolo. Man wird besser, wenn man kämpft. Genau. Immer an euch glauben, Jungs. Gibt jeden Spieler Hunter, Jungs, dann werdet ihr gewinnen. Jeder muss gute Schusswerte haben. Paolo Di Balli. Gibali. Di Balla. Er hat in der letzten Minute ein Tor geschossen und um ein Tor habe ich verloren. Ah, Bruder, verdient gewonnen, ne? Was soll man machen, Bruder? Na, es ist halt FIFA, ne? Passiert. Passiert, Bruder. Lass ich aber nicht unterkriegen. Kann ich auch alles in den Hunter geben? Das geht leider nicht. Das geht nicht, weil das in FIFA einfach nicht machbar ist. Aber wenn es gehen würde, hätte ich gesagt, Habibi, gib ihn. Gib ihn. Da hat er 99 Tempo. Nein. Sehr schön, Mignon. Mike Mignon. Okay, Jungs, maybe ist das sogar mein letztes Game. Das war Spaß, Bruder. Wusste eh. Ja. Ja, Bruder. Ich gehe nächstes Mal zu Luigi's und ich sag ihm das, ne? Ja, wisst ihr, schnackt hier ein bisschen rum, ne? Der meinte, der hat mir erzählt, Luigi's ist die schlechteste Pizza in Wien, Digga. Das sage ich denen auf jeden Fall. Da meinte der Abis, Digga. Da meinte, Luigi's ist die schlechteste Pizza außerhalb Wien, Bruder. So 15 Minuten, Bruder. Ich sag, dann gibt ihr die Ausverbot, ne? Ja. Hassikomi. El Toro. El Toro. Sehr schön. El Toro. Nein, Digga. Ich bleib hängen. Aber sein Mbappé nicht. Sein Mbappé Rino bleibt nicht hängen. Ja. Seit wann komme ich aus Wien, Bruder? Bruder, Luigi's. Luigi's kommt doch aus Wien. Oder außerhalb 15 Minuten oder so. Habibi. Oder Salzburg, wo war diese Dings, Digga? Diese Pizzerino. Luigi's. Paolo,
Schade. Aber Wien ist die einzig wahre Stadt, Digga. Wien ist die einzig wahre Stadt, Digga. Ihr wisst Bescheid, Digga. Wenn ich in Österreich leben würde, dann auf jeden Fall in Wien, Digga. Ja, Bruder, keiner nimmt an. Wieso so viele Pizzanamen mit dem Namen Luigi? Bruder, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Bruder. Frag mal die Besitzer, Bruder. Frag mal die Besitzer, yo. Habibi, warum nennt ihr euch? Warum nennt ihr euch Luigi? Warum nicht Mario? Warum nicht Wario? Na, aber wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht gibt es die ein oder andere, haben so Franchise oder ist es halt so ein Name, ne? Der passt einfach so, ne? Rosi, willst du Mido als Soldat sehen, ab Foto vom Bundesheer sein? Schick mal. Kannst du gerne machen, Digga. Zack. Sehr schön, Quadrado. Ja, okay, Jungs, das wird wahrscheinlich das letzte Game sein. Das letzte Game. Sehr gut, Menü. Ach, dein Game kannst du machen. Paolo. Lautaro. Und kurze Egg. Denkst du, ich bin dumm? Denkst du, ich bin dumm? Denkst du... Ich schieß aus lange Eck? Niemals, du. Schieß doch nicht aus lange Eck, Digga. Schöne Grätsche, Bruder. So wichtig, ne? Gib ihm die gelbe. Gib ihm die gelbe. Das könnte trotzdem ein gefährlicher Feuerstoß werden. Zwei Eis mit Kamarell. Bruder, wenn der drinne wäre, ne? Zwei Eis mit Kamarell. Komm. Brrrr, Roso. Mach den Skill-Move, Bruder. Bruder, scheiße. Das war so wichtig, ne? Kurze Eck, Digga. Jetzt, das ist ein Job für Milinkovic-Savic, Freunde. Milinkovic-Savic. Mach ihn. Bruder, mach ihn doch. Nein, Bruder, keiner macht den. Keiner will die Verantwortung übernehmen. Das sind keine Tigers, Jungs. Das sind keine Tiger. Guck mal, wie schön wir uns rausgespielt haben. Und jetzt der Ball für Blaho Kadabra. Blaho Kadabra macht ihn nicht rein, weil ich ins Kurzeck geschossen habe. Aber noch eine Chance für Milinkovic. Kopfball, Biest. Komm her, zeig mal, was du drauf hast. Nein, Bruder. Uff. Uff. Er ist ein Biest, Digga. Er ist ein Biest. Guckt euch mal das Ding an. Zack. Uff. Uff. Vlahovic. Ich meine, Milinkovic-Savic. Jungs, kurz Concentration gemacht, Digga. Und dann steht es wieder 2-2. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei, ne? Ihr wisst. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Guiri ist auch Skiller, Digga. Das ist halt ein bisschen albern. Jeder, ich habe gemerkt, Digga. Jeder kann dann jetzt irgendwie Ballrolle und Dings Scoop hören, Digga. Geil auf jeden Fall.
Komm, die Baller. Die Baller. Bruder. Nein, Bruder, das kann nicht sein. Habe gar keinen Bock mehr auf Eder Militao. Der ist so schlecht. Aber das ist natürlich albern. Gib ihm Liebe, Bruder. Gib ihm noch Hunter, Bruder. Und? Milinkovic-Savic? Nein, Bruder. Ich hoffe, Eckball. Wichtig. Wichtig. Jungs und Mädels, falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann gerne sogar ein Aborino da lassen. Boah, wen soll ich die Kugel abspielen? Diesmal spiele ich zu Tonali. Okay? Ja, Bruder, ballert Cuadrado ab. Nein, Bruder. Er hat einfach Cuadrado abgeballert. Ne, der wird eh zu Mbappé spielen, Digga. Sehr schön, Digga. Kurz Torwart rausgeholt. Kurz Eck so geöffnet. Hätte schief gehen können, aber wir haben es irgendwie noch geschafft. Bevor er den Tap-In macht, Digga. Sehr schön, Cuadrado. Lange Ball für Lautaro. Lautaro, schade, Süle Mühle. Ist dazwischen gekommen. Sehr schön, Koulibaly. Boah, Bruder, zum Glück kein Elfer, Bruder. Weil er ist gegen mich gelaufen, Digga. Der ist gefährlich, aber wir haben ihn. Lange Ball, lange Ball, lange Ball. Schade. Ey, letzte Chance, ne? Nein, Bruder. Nein, Bruder. Ich hab die verkackt. Ich muss leider ins Verlängerung gehen, vielleicht. Ich hoffe noch eine Chance, Bruder. Eine Chance. Nein, Bruder, was machst du da, Dybala? Schäm dich. Bro, Fennel hat sich einen Spieler geholt. Keine Ahnung, ob du Bruma kennst. LM Portugiese, der war damals Galatalent. Gala hat den entdeckt. Aber nein, er spielt jetzt wie Fennel, der 31er. Bruder, der Name Bruma sagt mir was. Aber man muss halt gucken, ne? Man muss halt gucken, welcher, ob das der Bruma ist. Bro, schau mal. Okay. Ich habe noch nichts bekommen, Digga. Aber ich sehe, Ardalino hat was gesendet. Was hast du mir da gesendet? TikTok? Bruder, was macht der Dings, Digga? Du bist in Barcelona mit Ronaldo Junior feiern? Bruder, was macht der da, Digga? In dem Alter schon? Was macht der da, Digga? Ja, Digga, let's go. Aber ich mach mal gleich noch eine Pause, noch eine Dings, Digga. Noch eine Pause, Digga. Dann geht's ab, Digga. Ich muss ja noch einige Spieler rausnehmen, okay? Muscle Army, Muscle Army. Aha, da hat uns jemand ein Raid gegönnt, Digga. Muscle Army, Digga. Fitness-YouTuber oder was geht ab, Digga? Fitness-YouTuber oder was ist denn da los? Hey Jungs, ich pack mal hier Party rein. Muscle Army. Ah, okay, Muscle FIFA, Digga. Auch FIFA-YouTuber, Brody. Danke dir für deinen Raid, Bruder. Was geht ab? Welcome in the stream. Was geht ab, Jungs? Muscle Army, Jungs. Welcome in the stream. Was geht ab? What up, what up? Und danke an FIFA Muscle, Digga. Ich dachte schon ganz kurz, irgendein Dings, Digga. Irgendein Fitness-YouTuber, Digga. Aber korrekt auf jeden Fall, Diggi. Herzlich willkommen, Jungs. Was habt ihr gemacht? Was geht, Bro? Bin wieder da. Was geht da, Fabrizio? Welcome in the stream. Aber gerne doch, Bruder. Danke dir auf jeden Fall. Ist halt nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit sowas. Aber sauber auf jeden Fall. Was habt ihr gemacht, Digga? Auch gestreamt, Digga. Beziehungsweise, was habt ihr gemacht? Habt ihr diese Totsplayer-Pick geöffnet? Und ja, was kam bei euch raus, Digga? Totspacks, ja, sind ja genug von denen. Naja, einige. Boah, warte. Das sind Biester. Ja, genau, Digga. Wichtig auf jeden Fall. Jungs, ihr könnt gerne hier auf jeden Fall Support da lassen. Wir wollen auf jeden Fall diese 930 knacken, Digga. Seit Tagen sind wir da hängen geblieben. Seit Tagen sind wir da hängen geblieben. Keine Ahnung, was da los ist. Wir hatten mal so eine Fluchzahl. Die 860 war das.
Keine Ahnung, Bruder. Nichts passiert. Dann haben wir die auf jeden Fall irgendwie geknackt. Und das gleiche jetzt mit der 926, Digga. Ich hatte Van Dijk und Leber im Pick. Oha. Ich hatte Dings, Berardi, Vlahovic und Tavernier. Das Ding ist, ich habe halt eine Serie A Mannschaft. Und ich habe schon die beiden schon gezogen gehabt. Weißt du, leider Tavernier war nichts zu gebrauchen für mich. Hab den auf jeden Fall, ich habe dann den Berardi genommen und dann in einer nächsten SPC abgegeben und dann Davis gezogen. Aber wie gesagt, Kuss auf jeden Fall, Jungs, alle, die ihr Liebe da lassen. Null selbstverständlich sowas. Sehr gut, Mike Mignon. Spielst du eine Serie? Ja, Bruder, weil das Ding ist, ich fühle halt die Serie, weißt du? So, ich habe theoretisch die Ressourcen dafür, ein Full-Meta-Team, Hybrid-Team und so zu machen, aber das Ding ist, Bruder, ich bin Inter-Fan, Bruder, und generell, Bruder, man sieht halt, die meisten, die spielen halt so mit 0815-Spieler, Bruder, ich will halt so irgendwie herausstechen, will halt die Serie annehmen und ich spiele halt diejenigen, die ich halt fühle, Bruder. Ist halt schwierig, da damit so gegenzuhalten, aber ich hole trotzdem so meine 15, 14, 16 Siege, Bruder. You know what I mean? Was für ein Team spielst du? Pogba wieder back, hoffe nicht oft verletzt, ansonsten mega Transfer. Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall ein mega Transfer für die Serie A, auch für die für Juventus auf jeden Fall. Mal gucken, wie der da abgehen wird. Weil wenn man nur eine Liga spielt, nicht immer diese Meta-Scheiße. Auf jeden Fall, Bruder. Also ich finde auf jeden Fall eine Sache sehr gut, Bruder. Man sieht auf jeden Fall viele Bully-Squads, Bruder. Also Bully, da sind auf jeden Fall viele am Start, aber Serie A sehe ich sehr wenig. Nur höchstens einige so links, einige Trios, aber da versuche ich auf jeden Fall auch diesen Trend reinzuholen. Marcel FIFA ist auch Anti-FIFA-Spieler. Bruder, dann haben wir was ein Gemeinsames, Digga. Also ist es ja nicht schlimm, ne? Jeder soll machen, was er möchte, Digga. Wenn der ein oder andere mit Meta-Spieler Spaß hat, soll er das machen. Soll er dies oder das machen. Ist ja völlig egal. Nichts Verbotenes. Aber ich könnte irgendwie, keine Ahnung. Also ich spiele ja ab und zu auch für jemand anders, die WL oder für Kollegen und so. Ups. Aber keine Ahnung, Digga. Das ist zwar geil, mit denen zu performen und so, aber ich könnte nicht auf Dauer mit denen spielen. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie fühle ich mich wie so ein... Kennt ihr so Botschafter? So, ich muss die Serie spielen und jeden sagen, ey, mit der Liga kannst du auch rasieren. Also so denke ich mir das und ja, Mussolini ist auf jeden Fall der Botschafter für die Serie A, Digga. Nicht nur in FIFA, sondern auch in Real Life, Digga. Bisschen die Serie A in Deutschland promoten, Digga. Ich will jede Woche ein neues Team in der WL und Dienstag bauen wir uns immer ein neues. Mhm. Aha. Ja, von Ding ja. So bei mir, ich habe auf jeden Fall mein Team, das ist immer Serie A, aber nebenbei versuche ich auch so einige Teams so zu bauen. So mit den Spielern, die man zieht, untrade und so, weißt du? Aber das ist gut, Bruder. Also ich spiele jetzt nicht mit den Teams immer so WL oder so, sondern ich persönlich mache so ab und zu so Player-Reviews oder ich check mal neue Spiele ab. So hole ich mir auch so diesen Spaß von neuen Spielern, aber ja. Aber ich könnte nicht so mit einer anderen Mannschaft WL spielen. Ich weiß nicht warum, Digga. Ich denke dann... Ich würde mich dann so irgendwie verraten fühlen. Oder mehrere Seiten haben gerade bestätigt, dass Inter so nah dran ist wie noch nie, wie Lukaku zurückzuholen. Bruder, das Ding ist, ich sag mal so, ja... Wir sind auf jeden Fall dran, Bruder. Wir hatten heute ein sehr positives Gespräch mit Chelsea. Wir haben ein 5-Millionen-Angebot an die gemacht. Die haben das abgelehnt. Wie gesagt, ne? Wir müssen gar nicht an Chelsea zuvorkommen. Also wir müssen denen nicht entgegenkommen. Die müssen zu uns entgegenkommen, weil Lukaku ist deren Problem und nicht unser Problem. Wir müssen ihnen keinen Gefallen tun, weil wir haben auch ohne Lukaku schon eigentlich gut gespielt. Klar, man hat einige Sachen von ihm vermisst, aber... Wir haben jetzt Paulo Dybala, der hat gestern schon zugestimmt. Und wie gesagt, Digga, nichts gegen Lukaku. Aber der hatte seine Chance gehabt. Und ich bin auch nicht so der Fan, ne? So, man macht ja nicht den hier, wenn ihr in einer Beziehung seid und die, oder generell die Freundin geht fremd, dann sagt ihr auch nicht so, okay, Habibi, komm wieder zurück. So. Lukaku zurück wäre so geil. Bruder, es wäre sympathisch. Es wäre halt von Dingen cool, aber Bruder. Lass uns gleich darüber reden, Jungs. Nach dem Elfer.
Okay, dann würde ich mal sagen, ich wollte sowieso nur noch, das war eh das letzte Game. Oh shit. Oh shit. Danach machen wir ein kurzes Fußball-Talk, dann gehe ich auf jeden Fall auch, glaube ich, pennen. Schade. Und ich spiele diese WLBVB-Team, macht das, Bruder. Ich habe auch überlegt, halt mit einer Italien-Mannschaft oder mit einer Inter-Mannschaft mal in die WL zu spielen oder je nachdem. Aber wir gucken mal, was abgeht. Und ich habe dir nochmal geschickt, gucke ich mir gleich an. Okay, mein Bester. Ja, Bruder, aber wenn man schon Lukaku zurückholen will, dann wäre schon big. Sind halt locker. Bruder, wir reden darüber gleich, okay? Bevor ich jetzt irgendwas raushaue und das Game verliere. Wir werden uns so oder so qualifizieren, Digga. Wir werden uns so oder so qualifizieren und... Nee, wir werden uns nicht... Also, okay, das Game haben wir verloren, aber wir werden uns eh qualifizieren. Abisala, Tots aus 94 plus Pick, kostet sie. Kannst du den neuen bauen, kannst du den benutzen. Und einfach mal gar nicht WL zocken. Das ist gut für die... Das ist gut für den Kopf, Digga. Mach mal WL mit Inter, Pass und Present Team. Könnte ich machen, Digga. Ich finde diese Rückholaktion immer schwierig. Die kommen alle nur zurück, wenn sie es irgendwo es nicht geschafft haben. Das hat mich... Genau, Bruder, Alaba. Das ist das Ding. Guck mal, wir machen den hier. Ich mache jetzt meine Playsee aus. Das war sowieso mein letztes Game für heute. Wir gehen mal in den Just Chatting-Dings, damit wir uns ein bisschen persönlich sehen, damit wir uns ein bisschen miteinander reden können. Dann reden wir ein bisschen über Fußball, ein bisschen Fußi und dann gehen wir auf jeden Fall ein bisschen pennen, Jungs. Moin Moin Severin, welcome in stream. Oder das Ding ist, Rückholaktion oder Comebacks hat in der Vergangenheit meistens eh nicht so gut geklappt. Eine Sekunde. Jetzt zu Lukaku. Der hatte eine sehr gute Position bei Inter gehabt, okay? Hat seine 20 plus Scorer in der Serie A gemacht. Die Stadt hat ihn geliebt. Wir haben ihn wieder aufgebaut. Er war gut mit den Fans. Alles war tipp und top. Dann kam die EM. Er ist weggegangen. Aber generell, er hat immer gesagt, Inter ist meine Heimat. Ich bin der König von Milano. Mailand meine Heimat. Mein Herz schlägt schwarz-blau. Und dann, genau. Er wurde auch sehr oft in Verbindung gebracht, ne, mit diesen ganzen Vereinen. Ich starte mal ganz kurz meine Cam neu. Eine Sekunde. Damit wir mal ein bisschen schärfer sind, ne? Genau, Jungs. Ich bleibe bei Mailand, ich bleibe hier. Jungs, macht euch keine Sorgen. Und dann 3 Tage vor der Ende vor Transferperiode geht er einfach weg. Und das Schlimmste ist, er hat nicht mal gesagt, dass er geht, sondern er wurde von Paparazzis entdeckt, dass er weggeht, Digga. Am Mailänder Flughafen. Keine Antwort. Man sieht Stories, er teilt alles zurück auf den. Also der teilt auf jeden Fall, ja, er ist back bei Chelsea, bei seinem Lieblingsclub und so. Guck mal, würde ein Mann sein, würde direkt sein und sagen, ey Bro, Chelsea ist mein Lieblingsverein, ich will da spielen und ich will es denen einmal wieder zeigen. Wer hätte gesagt, Bro, nicht schlimm, aber erstmal diese Loyalitätsfilme machen und dann auf hinterhältig weggehen. Bruder, das macht man nicht, Digga. Das macht man nicht. Und das ist das Ding, Digga. So, jetzt ist er bei seinem Lieblingsverein, bei seinem Dream Club, wo er immer schon spielen wollte. Und jetzt läuft es wieder nicht. Jetzt will er wieder zurückkommen. Bruder, da fällt mir dieser Spruch ein. The grass isn't greener on the other side, Bruder. Weißt du, er hat gesehen, da wächst der Gras mehr. Inter hat gerade ein bisschen Probleme mit finanziellen und so. Chelsea hat frisch die Champions League gewonnen. Komm, ich geh mal dahin. Und jetzt funktioniert es nicht und jetzt will er wieder zurück. Oder? Klar, er würde uns safe helfen. Oder was ist safe? Es ist ja nicht garantiert. Der hat sich auch jetzt ein, zwei Mal verletzt. Muss ich sehen, dass er die gleiche Form wieder bekommt, ne? Und das ist auch nicht mehr der gleiche Fußball, den wir mit Inzaghi spielen. Denn Conte wusste, wie er das Maximum aus Lukaku rausholt. Aber muss nicht sein, dass er bei Dings funktioniert. In dieser Formation bei Simone Inzaghi. Das ist halt das Ding. Oder ihr habt recht mit diesen Rückholaktionen, das klappt fast nie, aber Lukaku sind 20 Euro plus garantiert in der Saison, den nimmt man für eine Laie. Oder wie gesagt, ich hatte nichts dagegen, dass wenn er zu uns kommt, aber wir müssen nicht Chelsea entgegenkommen, also wir müssen da nicht so zuvorkommend sein, weißt du? Er ist ein Problem von denen, er ist nicht unser Problem. Uns ging es auch ohne Lukaku gut, okay? Wir haben halt, das Einzige, wo ich sagen muss, wo uns Lukaku gefehlt hat, ist, die Elfer schießen, ne? Aber da haben wir halt sehr spät gemerkt, ey, Hakan kann die schießen, Perisic kann die schießen. Wir haben da zu viel ein bisschen rumexperimentiert. Da hat uns halt ein bisschen Lukaku gefehlt, aber ansonsten haben wir eigentlich einen sehr attraktiven Fußball gespielt. Klar, maybe ballert er seine 20 Tore, aber wie gesagt, wir müssen nicht mal 1 Cent
für den abgeben, weil das ist deren Problem. Wir bekommen einen Paulo Dybala für umsonst. Und lieber nehme ich so einen Spieler, fange eine neue Sache an, anstatt dass ich wieder zurück zu einem Dings gehe, weißt du? Lautaro Dybala und Lukaku im Sturm, einfach Luxusproblem. Ja, Bruder, natürlich sieht das auf dem Papier gut aus, aber es muss am Ende auch harmonieren, so, weißt du? Wir könnten auf jeden Fall sehr schön rotieren und so weiter und so fort, aber wie gesagt, Worte sind dem Fußball leider nichts wert. Am einen Tag Wappen küssen und sagen, dass man für den, genau Bruder, und am nächsten Tag ab in den Flieger und zum nächsten Verein. Das ist das Ding, Bruder. Wie gesagt, Bruder, hätte Lukaku damals gesagt, Habibi, ich gehe, oder er sagt zu dem Inter-Vorstand und oder, vor allem die Fans. Vor allem, er hat eigentlich nur die Fans enttäuscht, weißt du? Hätte er zu den Fans gesagt, ey, ich will zu Chelsea gehen. Es ist mein Lieblingsverein. Danke für alles, dass ihr mich aufgebaut habt, aber ich möchte wieder dahin gehen und einmal meinen Versuch, also ich will da wieder versuchen. Nein, er ist auf hinterhältig weggegangen, okay? Bis zur letzten Sekunde gesagt, nein, ich bleibe hier, ich bin der König von Mailand. Heimat, Mailand ist meine Heimat und so weiter und so fort. Und dann wird er erwischt, Bruder, das ist Snitch pur, Bruder. Sowas macht man nicht, weißt du? Sowas macht man nicht. Und dann direkt rumheulen, wo es nicht geklappt hat und zurückkommen, macht man nicht. Lukaku soll mir dann aber nicht ankommen und wenn der sein erstes Tor für uns macht, das Wappen küssen und so, das wäre heuch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Digga, der kann zu uns kommen. Der kann zu uns kommen. Aber ich will nicht mal einen Cent für den bezahlen. Es wäre natürlich ein gutes Deal, wenn wir den noch für 5 Millionen pro Jahr bekommen. Also ein Jahr Leihe 5 Millionen. Aber wie gesagt, es geht ums Prinzip, Digga. Ich will nicht. Also wir müssen nicht Chelsea entgegenkommen. Lukaku ist nicht unser Problem. Er kann da von mir aus verrotten. Also mit verrotten meine ich nicht so dass irgendwas mit seiner Gesundheit oder irgendwas passiert. So, das ist deren Problem. Die sollen das sich selber kümmern. Wir sind ja korrekt und kommen dir entgegen und wollen den haben. Wisst ihr, was ich meine? Aber lieber frischen Wind reinholen, die Baller und so weiter und so fort. Und ja, das Ding ist bei Lukaku, es wird nie mehr, wie es mal war. Genau, Bruder, das ist das Ding. Bestes Beispiel, wie ich es meinte, ne? Mit dieser Beziehung, ne? Wie in einer Beziehung, Bruder. Sagen wir, Lukaku, ihr seid Inter und Lukaku ist eure Freundin. Sie gehört euch fremd. Ihr könnt da nicht sagen, ach Schatz, alles gut, Bruder. Ja genau, Schatz, alles gut, Bruder. Genau, Bruder und Schatz. Man kann einfach nicht sagen so. Das geht einfach nicht. Wenn ihr so mit sowas klarkommt, dann macht sowas bei mir nicht. Bro, GPN, I, Gedjeler, Arda, danke dir für deinen Job, Bruder. Schlaf gut, bleib gesund. Wir sehen uns morgen, mein Bester. Schau nochmal Insta, Bro. Okay, Bruder, ich gucke mir das einmal an. Mir fällt spontan auch keine Rückholaktion ein, die richtig gut gelungen ist. Genau, Bruder. Es gab eigentlich nie eine, ne, die gut war. Oder dass es mal so war, wie es mal war. Oha, Midoline. Midoline, stramm auf jeden Fall. Strammes Bild auf jeden Fall. Geh pennen, Bruder. Gute Nacht, Habibi. Bruder, schlaf gut, Fabrizio. Wir sehen uns morgen. Jungs. Ich würde doch mal sagen, oder guck mal, Jungs, wir haben, glaube ich, einige neue auf den Kanal bekommen. Es würde mich freuen, falls wir die 930 heute knacken. Ihr könnt gerne Liebe da lassen, falls ihr FIFA-Content feiert, Fußball-Talks. Generell, wenn ihr stabile Jungs seid, Jungs und Mädels oder was auch immer, wenn ihr Lebewesen seid, korrekt seid, eine geile Stimmung feiert, kommt gerne rein, Digga. Lasst gerne ein Abo da, lasst uns die 930 voll machen. Ihr habt hier auf jeden Fall Mehrwert an alles, Wissen, Entertainment und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall pennen. Vielleicht Ibra jetzt zu AC, das ist für mich aber auch keine richtige Rückholaktion. Oder ich sag mal so, der hat dir wahrscheinlich mental auf jeden Fall geholfen, aber so richtig hat er dir eh nicht geholfen. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, die sind Meister und so geworden, nein, die sind nicht Meister geworden. Wir haben wortwörtlich den Scudetto zu Milan gegeben, also geschenkt. Das Ding ist, eigentlich wollt ihr Ibra Cadabra zu Dings gehen, ne? Zu Napoli damals in der Saison 1920. Aber nur, das Ding ist, Napoli ist dumm, hat Ancelotti mit einem Gattuso, glaube ich, ersetzt. Genau, die haben Ancelotti gefeuert, obwohl eigentlich alles lief. Spieler haben da Faxen gemacht, kommen spät zum Training, gehen einfach weg und was weiß ich. Wie respektlos muss man sein, dass man sowas bei einem Ancelotti macht, Digga? Lass ihn einfach gehen und Ibra wollte ja dahin gehen. Aber er ist dann weggegangen, was soll er dann bei Napoli machen? Dann ist er zu Milan gegangen, weil da kennt er halt die meisten Leute, vor allem auch im Vorstand. Und ja, dann ist er wieder dahin gegangen.
Ibra ist Chub. Ja, Bruder. Der hat eh keine Minuten mehr in den Beinen. Das ist halt nur diese Mindset, den er so ein bisschen, also mit wem er die ganzen Jungs geholfen hat, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, die, wenn Milan irgendwas entschieden hat, dann auf jeden Fall nur wegen der linken Seite, Digga. Rafael Leao und Theo Hernandez und der Keeper Mike Maignan, die haben auf jeden Fall rasiert, die haben auf jeden Fall gecarried. Aber ja, Mann. Jungs, komm, wir gehen dann ins Endbildschirm. Ibra ist, glaube ich, wichtig für junge Spieler. Bruder, von Dingen schon, Bruder. Von Dingen schon, aber du musst dir überlegen, Bruder. So, er kann da auf jeden Fall seine Dings zeigen, aber ich weiß nicht. Da gibt es schon bessere Spieler, die was beibringen können, weißt du? Giroud underrated. Ich fühle zum Beispiel Giroud mehr. Der ist für mich mehr professioneller. Ich würde lieber einen Giroud in meiner Mannschaft haben, als einen Ibra Kadabra. Der CR7 zu Menu hat sich gelohnt. Für Menu hat es sich vielleicht gelohnt, aber nicht für CR7, Bruder. Also CR7 hat ja alles gemacht, was er konnte. Aber es hat sich nicht für ihn persönlich gelohnt, Bruder. Jetzt wird er wahrscheinlich Europa League spielen oder er wechselt irgendwo hin. Ich hoffe, dass er irgendwo wechselt, wo er Champions League spielen kann, ne? Wisst ihr, was ich meine? You know what I mean? You know what I mean? Okay, Jungs, Endbildschirm. Jungs, ihr wisst Bescheid, ne? Als ihr noch auf dem Kanal seid, dann... Sorry, Junge, aber Milan hat den Scudetto gewonnen und verdient gewonnen. Das sagst du, warte, dass du sagst, Inter hat den verschenkt, ist nicht gar nicht richtig, aber ist meine Meinung. Also kannst du sagen, wie du, Bruder, ist auf jeden Fall deine Meinung, okay? Warte, das, wie gehen wir wieder ins normale Bildschirm? Dazu muss ich auf jeden Fall was sagen, Digga. Ich gehe pennen, gute Nacht an allen, gute Nacht auf jeden Fall. Bruder, ich sag dir eine Sache, Luca. Ich sag dir eine Sache, Bruder. So, ob sich das Dings verdient hätte, Milan. Ich hab ja nicht gesagt, dass ihr es nicht verdient habt, okay? So, wenn du in den Streams dabei bist, wenn du hier immer am Start bist, dann weißt du, ich hab es gesagt, Bruder. Die haben sich das verdient, aber Inter hätte sich auf jeden Fall mehr verdient, beziehungsweise haben wir euch das wortwörtlich verschenkt, Bruder. Wir haben euch das verschenkt, aber da sind auch generell Sachen in der Verband passiert, Bruder, mit diesen Nachholspielen, Bruder. Diesen Nachholspiel von Bologna, Bruder. Das hätte auf jeden Fall viel früher stattfinden müssen, aber das haben die einfach am Ende, in der wichtigsten Phase, wo die Spieler eh übermüdet sind, haben die das reingepackt, aber scheiß mal auf das. Scheiß mal auf das, das soll jetzt keine Ausrede sein. Generell, Bruder, wir haben euch das wortwörtlich verschenkt. Wenn du auch ein bisschen Ahnung von der Serie hast, wenn du alles beobachtet hast, dann weißt du Bescheid. Wir haben euch das verschenkt. Wir haben euch das verschenkt. Wir haben den nicht irgendwie verloren oder so. Wir haben euch das geschenkt. Nichts gegen euch. Ich sag hier selber. Im Endeffekt, egal wer statistisch gesehen besser gespielt hat oder nicht. Ihr habt es euch verdient. Wir hätten uns das mehr verdient. Also wir hätten uns das auf jeden Fall mehr verdient. Aber im Endeffekt juckt das eh keinen mehr, weil... Wer am Ende die Punkte mitnimmt, der wird doch Meister, okay? Aber das Ding ist einfach, man muss einfach sagen, Bruder, man hat da viele Elemente von Calciopoli gesehen. Allein schon Orsato oder das letzte Game, da sind viele Sachen passiert. Aber ich würde mal sagen, darüber können wir morgen diskutieren. Jeder hat seine Meinung, wir respektieren hier das alles, aber keiner soll auf Krampf versuchen, dass seine Meinung richtig ist. Aber Jungs, haut auf jeden Fall rein. Haut auf jeden Fall rein. Sassuolo wäre fast Meister geworden, Bruder, das sind die größten Muffins. Jungs, danke für euren Support. Wie gesagt, falls ihr noch auf dem Kanal seid, Abo da lassen, lasst uns auf jeden Fall die 930 knacken. Und Jungs, ihr wisst auch generell, wir haben auf jeden Fall einige Likes heute gemacht. Lasst uns versuchen, wenn ihr noch nicht geliked habt, alle noch einmal einen dicken Like da lassen. Lasst uns versuchen, die 35 Likes zu erreichen. Maybe wird der Stream noch morgen oder übermorgen ein bisschen angeguckt. Ihr wisst Bescheid. Wie ich gehe auf jeden Fall pennen. Danke für euren Support. Danke an die ganzen Mods. Schlaf gut. Viel Erfolg morgen am Tag. Wir sehen uns morgen, Jungs. Haut rein.